Willkommen zur Podiumsdiskussion Aktivismus in der Kunst, Kunst im Aktivismus. Eingeladen ins Künstlerhaus hat uns alle dankenswerterweise Aiko Kazuko Kurosaki als Teil ihres Projekts Red Lines Connected im Rahmen des Zyklus Überleben. Die EOB Nights am Anfang der Veranstaltungsbezeichnung verweist auf das Netzwerk Emergence of Projects, dem alle am Podium sitzenden Personen, inklusive mir, angehören. Bevor wir starten, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, ihr habt es eh schon mitbekommen, dass ein Mitschnitt gemacht wird, aus dem ein Radiobeitrag entstehen wird. Deswegen für die Diskussion ist es wichtig, im Kopf zu behalten, wenn man das Mikrofon verwendet, dann könnte eben eure Aussage auch für einen Radiobeitrag verwendet werden. Kurz den Ablauf des heutigen Abends. Wir beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde von mir, gefolgt von den persönlichen Beweggründen, den Überschneidungsmengen zum Thema Aktivismus in der Kunst und Kunst im Aktivismus in euren Arbeiten. Und anschließend ist unser Publikum herzlich eingeladen, an der spontanen Diskussion teilzunehmen. Am Podium begrüßen wir Aiko Kazuko Kurosaki. Habe ich es gesagt, schnell? Aiko Kazuko Kurosaki. Sie bewegt sich als Künstlerin an der Schnittstelle Tanz und Performance. Aktivismus ist integraler Bestandteil deiner Arbeit. Bei mir ja, immer mehr. Dann habe ich als nächsten den Daniel Aschwanden. Der Performer, Choreograf und Urban Practitioner ist, das wirst du uns noch sagen, was du genau darunter verstehst, nehme ich an, im Kontext von zeitgenössischem Tanz und Performance, also so ein ähnlicher Bereich wie die Aiko. Aktivismus zeigt sich in seinem Fokus auf den öffentlichen Raum, das ist schon immer ein Thema, aber immer mehr geworden. Und die Beschäftigung auch mit der Digitalisierung der Gesellschaft und den Auswirkungen auf uns. Dann habe ich die Schauspielerin und Musikerin Maren Rahmann hier am Podium. Du hast hier wahnsinnig viele Bühnen erobert im Laufe der Zeit, soweit ich das nachvollziehen konnte. Du bist immer wieder präsent, ich kann mich auch bei Veranstaltungen von Aiko zum Beispiel. Und der Thomas Jelinek hat ganz neue Wege eingeschlagen und Grenzüberschreitungen von Genres sind eigentlich Programm bei dir. Als Regisseur, Dramaturg, Installations- und Projektkünstler eröffnest du transdisziplinäre, temporäre Aktions- und Kommunikationsräume mit Laborcharakter. Also bei dir geht es so ein bisschen um auch was passiert, wenn diese heutige Welt nicht mehr so funktionieren sollte? Kann ich das so zusammenfassen? So ein bisschen eine Vision in was könnte danach sein? Das ist, wäre nur ein Teil. Ja. Ein Aktionsraum ist per se nicht gerichtet, sonst wäre er. Wo haben wir die Romana Hoggio? Du erforscht multimedial den Lebensraum Stadt. Können Großwohnsiedlungen sein, das reine Umherschweifen im urbanen Raum. Und du beschäftigst dich auch mit den Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum und dem öffentlichen Raum als sozialen Raum. Das ist auch so ein Teil deiner Arbeit. Und zu guter Letzt, die Starsky, alias Niemand, arbeitet mit Lichtinstallationen, immer live, interaktiv, immer politisch. Wer möchte beginnen? Also meine Frage ist sozusagen, wo verortet ihr euch mit euren Arbeiten? Also jetzt habt natürlich auch eure Arbeit viel Raum. In diesem Spannungsfeld zwischen Aktivismus in der Kunst und Kunst im Aktivismus. Wer möchte beginnen? Ich fange an.
einfach bei dir ankommen. Das war schon in der Schule so, bei meinem Namen A beginnt. Aber ja, vielen Dank für die Einladung. Und natürlich spricht ja auch der Kontext, in dem wir diskutieren, schon ein bisschen über bestimmte Vorstellungen aktivistischer Selbstermächtigung. Wenn man das EOP-Netzwerk nimmt, dann ist ja auch darin schon ein Akt manifestiert, sich sozusagen sichtbar zu machen oder sich um Angelegenheiten zu kümmern. Wenn ich jetzt meine eigene Arbeit befrage, dann habe ich keine eindeutige Antwort darauf. Ich würde sagen, dass meine Arbeit aktivistische Komponenten hat oder manchmal aktivistischer wird, indem ich mich zu bestimmten Themen äußere oder vielleicht auch in strukturellen Fragen, indem ich etwa eine Raumverhandlung führe und natürlich die Produktion des Raums, also gerade auch im städtischen Raum, wo ich versuche, mich zu artikulieren, sei es über die Präsenz meines oder mehrerer Körper, oder auch in transdisziplinären Vorgänge. Also ich glaube, dass der Begriff des öffentlichen Raumes sich nicht mehr nur auf den analogen Raum erstrecken lässt, sondern dass das längst auch eine Frage der digitalen Medien natürlich geworden ist. Ich habe darüber nachgedacht, also welche Theorien denn gültig wären, um diese Unterscheidung zu treffen, und habe gemerkt, dass bisher ist es nicht ein Kernthema meiner Existenz, das theoretisch zu durchleuchten. Andererseits habe ich gemerkt, es gibt Gruppierungen, oder vielleicht erinnern wir uns an die Volkstheaterkarawane, die ja dezidiert sich selbst verortet hat in einem Feld des Politischen und auch den Aktivismus über vielleicht ein sehr zielgerichtetes, sehr sichtbares, also auch lineares Sichtbarwerden gelebt hat. Ich glaube, dass ich mich in dem Sinne eher auf einer Kunstseite finde, aber natürlich einen sehr weiten Werkbegriff habe, und in diesem Werkbegriff war immer inkludiert, dass es mir eben nicht nur darum geht, Kunst zu produzieren, sondern die Bedingungen dessen, unter denen meine Kunst oder die Kunst mit den Menschen, mit denen ich arbeite, produziert wird, auch zu gestalten. Und dass das auf eine gewisse Weise diese Raumproduktion oder die Frage der Räume als Produktionsmittel zur künstlerischen Produktion für mich ein drängendes und ein dringendes Thema war und somit immer auch die Artikulation dessen, dass Räume für eine Szene, also ich arbeite in einer nicht sehr freien, aber sich freie Szene nennenden Szene, dass das also eine Bedeutung hat. Und ich glaube, in diesen Aspekten ist meine Arbeit durchaus, also hat eine aktivistische Note oder einen aktivistischen Klang, bis dahin, dass ich teilweise auch, wenn ich extrem nicht einverstanden bin, durchaus meinen Körper verwende, um auf bestimmte Situationen hinzuweisen, also wo ich dann durchaus vielleicht deutlicher aktivistisch werde. Ich finde aber auch den Begriff des Aktivismus, wie der im Verhältnis zur Ästhetik steht, ist für mich eine große Frage, weil ich einerseits finde, dass ich viele aktivistische oder einige aktivistische Projekte kritisch betrachte, weil sie meine ästhetischen Standards nicht erfüllen und weil ich irgendwie versuche, ein Verhältnis zu sehen, das sich zwischen einer Ästhetik, die ich verfolge, und einer politischen Verortung oder ja, dieser Ästhetik entwickelt, und daraus auch versuche, eine Sprache für das zu finden, wie dann eine öffentliche Artikulation aussieht. Und wenn öffentliche Artikulation nur mehr Gegenstand des Erregens von Aufmerksamkeit ist, dann glaube ich, dass
man als Künstler dem auch wieder kritisch gegenübertreten sollte und gerade als Performer zum Beispiel durchaus auch ganz andere Strategien des Ambivalenten, Strategien der kaum Sichtbarkeit eigentlich einsetzen muss. Vielleicht mal so. Dankeschön. Wir kommen zu Romana. Ich würde ja nicht mehr gleich bei einigen Punkten weiter diskutieren, wie der Daniel angesprochen hat. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich arbeite im Bereich bildende Kunst. Ich beschäftige mich sehr viel mit öffentlichem Raum und versuche mich in dem Kontext sehr wohl einzumischen in die Auseinandersetzung darum, wie öffentlicher Raum genutzt werden kann oder nicht. Zum Beispiel im Projekt Testkin gemeinsam mit Silke Meyer-Gammer, die auch hier sitzt. Und da gehen wir auch in den öffentlichen Raum hinaus. Dann war ich Teil, wie einige, die hier sitzen, des Projektes Eine andere Kulturpolitik ist nötig, wo wir auch so etwas versucht haben wie künstlerisch-aktivistische Ansätze mit Forderungen zu verbinden. Trotzdem habe ich gemerkt, wie ich vor einer Viertelstunde die Eingangsfrage erfahren habe, dass ich sofort so ein Gefühl gekriegt habe, so, ich muss mich jetzt zwischen Kunst und Aktivismus verorten. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Ist das ein Raum zwischen Kunst und Aktivismus? Oder ist das so eine Strecke, auf der ich mich jetzt irgendwo hinstellen muss? Oder sind die beiden Bereiche doch eins? Und in diesem Sinne, da wären wir ja dann schon voll drin in so einer Auseinandersetzung, die üblicherweise um Kunst und Aktivismus geführt wird. Auf jeden Fall würde ich meine Arbeit als Kunst bezeichnen, die sich mit politischen Themen beschäftigt, wobei ich durchaus auch manchmal das Problem zum Beispiel habe, dass ich zu einem Thema gerne etwas machen würde und in meinem künstlerischen Ausdrucksspektrum aber nicht die Möglichkeit ist, mich dazu jetzt auf eine aktivistische Weise zu äußern. Genauso mache ich auch politische Arbeit, die jetzt gar nicht so viel mit meiner künstlerischen Tätigkeit zu tun hat. Zum Beispiel bin ich in der Österreichischen Gesellschaft für Geschlechterforschung im Vorstand tätig. Also für mich ist es durchaus so fast so etwas, ich finde es auch spannend, weil ich so das Gefühl habe, gerade in der Kunst müssen eigentlich immer so unheimlich viele Verbindungen gleichzeitig hergestellt werden. Ich bin permanent in der Situation, dich mit allen Möglichen zu verbinden und dazwischen auch immer wieder hin und her gerissen. Das finde ich vielleicht auch noch einen ganz wichtigen Aspekt. Was ich dann noch gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen nachgedacht über diesen Begriff des Aktivismus, was das eigentlich jetzt bedeutet. Habe mal kurz in den Duden reingeguckt. Und der Duden sagt also, unter Aktivismus versteht man ein politisches Handeln mit dem Ziel einer Veränderung. Ich fand das irgendwie nicht uninspirierend, weil dieses Handeln, ja, dazu muss man dann irgendwie jetzt sofort eigentlich Hannah Arendt sich denken, wie unter Handeln versteht, sich in die Welt einmischen, in die Welt hinaustreten. Wenn ich das jetzt mit diesem Begriff des Politischen zusammenziehe, dann wäre das sowas wie in die Welt hinaustreten, um sich einzumischen, um die Art und Weise des Zusammenlebens mitzugestalten. Und ich denke, vielleicht wäre das so eine Möglichkeit, von dieser Idee aus so ein bisschen auszugehen in der Diskussion. Bitte, Einkommen. Ja, also ich habe den Titel ja selber gewählt und ich habe dahinter am Anfang ein Fragezeichen gehabt, weil genau das für mich eine Frage ist und ich habe gedacht, das ist diskussionswürdig, weil ich eben schon jetzt einige Jahre sehr viel aktivistisch unterwegs bin, tätig bin und eben auch künstlerisch und nicht immer sich das vereint und viele Sachen, würde ich mal sagen, mache ich vorwiegend aus dem Kontext heraus, es ist für eine Kundgebung und wie kann ich eine Kundgebung sichtbarer machen oder dahingehend bewegen, dass die Leute es wahrnehmen und da in dem Fall ist eben die Frage, wie weit ist es Kunst, wie du das auch gesagt hast. Und da habe ich vor 6 Jahren eben für Feminismus angefangen, also für One Million Rising Austria zu arbeiten, als künstlerische Leitung. Und da musste ich eine Choreografie quasi unter die Leute bringen, die mit Kunst in meinen Augen nicht mehr sehr gut zu tun hat. Also das kommt vom reinen Jazz-Tanz, das ist sehr kommerziell. Und da habe ich mal sehr lange nachdenken müssen und sehr, ja, tief schlucken müssen. Kann ich das überhaupt verantworten, als Künstlerin diesen Tanz an die Öffentlichkeit zu bringen und so zu tanzen und alle glauben, das ist meine Choreografie. Es ist nicht meine Choreografie. Ja,
Dann habe ich aber gesehen, wie das, ich habe es dann auch ganz wirklich experimentell angelegt, ich habe das dann zuerst einmal die Choreografie getanzt, vom Parlament dann auf meine Art, ganz anders, mit derselben Musik aber, und dann mit einfach mit der reinen Energie und ohne Choreografie und allem miteinander, und wir haben alle brav mitgemacht und das war wunderbar, und diese Bewegung ist aber dann irgendwie an mir hängen geblieben, oder ich bin dran hängen geblieben, weil ich das, ich habe gesehen, es ist notwendig, es ist viel Arbeit dahinter, es ist nicht alles in Ordnung, und ich bin mehr und mehr in den Feminismus reingeschlittert und habe mich immer mehr vernetzt, und dann habe ich selber, ich habe 2 Jahre gebraucht, um zu kapieren, na, also da ist der Anspruch ganz was anderes. Aber ich habe die Möglichkeit, über diese Art von Aktivismus dann auch andere Arbeiten zu bringen oder auch zu kuratieren, um Kunst da hineinzubringen. Und zum Beispiel da unsere Mitarbeit, die angefangen hat, bei Robin und Rising, jetzt im ersten Jahr schon wollen, aber das sind aus finanziellen Gründen nicht, weil wir haben wirklich rein ehrenamtlich gearbeitet. Die ersten 2 Jahre und es hat eigentlich gedauert und ich stelle mich oft die Frage, also es gibt Projekte, wo ich quasi das Aktivismus als Kunstprojekt getarnt wird und umgekehrt. Also wo Kunstprojekte als aktivistische Kunst, nicht getarnt, aber sozusagen an erster Stelle steht. Und da frage ich mich manchmal eben, wo fängt da die Kunst an, wo fängt hier Aktivismus an? Das ist für mich selber auch eine Fragestellung und deswegen glaube ich, das war mir ein persönliches Anliegen, das aber hierher zu bringen. Ja. Julia, heute nicht als Letzte. Trotzdem sehr erstaunlich. Also ich arbeite als Starsky oder auch als Niemand. Niemand ist sowieso schon von sich aus sozusagen ein politisches Projekt, weil Niemand ist sozusagen eine kollektive Persönlichkeit, die irgendwann einmal in den Raum geworfen wurde, die sich aber jeder aneignen kann. Da geht es eigentlich darum, die Labelisierung sowohl in der Politik als auch in der Kunst aufzulösen, für Inhalte zu arbeiten. Ich nenne es immer gerne, dass Niemand sucht den größten gemeinsamen Nenner. Ja? Also da, wo sich die zersplitterte Linke wieder finden kann, oder da, wo sozusagen vielleicht Einigkeit entstehen kann über gewisse grundlegende Themen. Ja. Ich habe ein Glück, dass ich mit dem Medium Licht und Projektion arbeite, weil das eignet sich unheimlich für politische Arbeit und für den öffentlichen Raum. Und zwar aus dem simplen Grund, weil es sozusagen kein Werk erzeugt, keine Materie. Ja. Ich bin da, ich leuchte. Ich drehe ab, bin wieder weg, keine Spur bleibt zurück, nichts. Also man kann mich sozusagen, man kann mir nichts vorwerfen, Zerstörung, Vandalismus und so weiter, alles nicht. Ne? Und trotzdem kann ich sehr mächtig und sehr groß Sichtbarkeit im öffentlichen Raum erzeugen. Ne? Die Unterscheidung Kunstaktivismus ist mir völlig wurscht. Ja, das ist mir echt egal, das geht mir nichts an. Ja? Mir ist es wurscht, was das ist. Ich mochte es. Ja. Warum ich das mache, ist wieder eine interessante Frage. Das geht eigentlich immer darauf, zum Beispiel begonnen habe ich im Jahr 2000 bei der ersten schwarz-blauen Regierung aufs Bundeskanzleramt freche Sprüche zu projizieren. Warum? Weil ich einfach das Gefühl hatte, das kann man jetzt nicht unwidersprochen so stehen lassen. Ja. Da muss was getan werden. Ja. Und dann war halt mein Medium eben, wie gesagt, ein Glück, dass mein Medium sich so gut dafür eignet. Diese ganzen Arbeiten kann man aber durchaus immer auch als Anleitung zur Selbstermächtigung, du hast das schon erwähnt, lesen, weil wer hätte schon vor 2000 gedacht, dass man ungestraft aufs Bundeskanzleramt freche Sprüche projizieren kann. Ja? Also das war ein Experiment. Das hat meinen Handlungsspielraum erweitert und ich hoffe, dass meine Aktionen sozusagen auf so eine sickernde Art und Weise auch Handlungsspielräume von anderen erweitern. Also das ist schon so gedacht als Anleitung zur Selbstermächtigung. Wurde auch gemacht. Ja. Es hat sich ja auch entwickelt in den letzten 18 Jahren. Ja, es ist jetzt durchaus
üblich eigentlich schon fast, dass man sozusagen mittels Projektion auf, und da geht es natürlich schon, also es ist nicht der Text alleine, also der Sinn entsteht sozusagen aus dieser Kombination Ort und Text. Ja. Also wenn ich Schüssel aufs Bundeskanzleramt oder Schüssel sitzt, projiziere, hat es einen anderen Reiz, als wenn ich es auf dem Bilder projiziere. Ja. Also das muss schon immer diese Kombination aus Text und Ort, daraus entsteht dann dieser Sinn. Und ich versuche an der Sichtbarkeit zu arbeiten und mir geht es aber auch um Wirksamkeit. Weil warum mache ich politischen Aktivismus, ja, du sagst Handeln, etwas zu verändern. Ja? Also politischer Aktivismus oder der Drang bei mir entsteht, wenn sozusagen etwas zu tun ist, wenn etwas nicht so stehen gelassen werden kann. Ja? Und deswegen denke ich viel über Strategien nach, bin da aber also irgendwo mitten im Prozess, ja? Weil ich glaube eigentlich, dass für den Aktivismus, die kommt wurscht, ich sage, das ist wurscht, was das ist, ja, ist wichtig der öffentliche Raum und ich halte den Kunstraum an sich für nicht geeignet für politische Prozesse. Warum? Der Kunstraum an sich ist per se verharmlosend für alles, was man da macht. In der Kunst ist alles erlaubt. Sicher, man kann noch ein paar Skandelchen mit Sex und nackter Haut, ja, hervorrufen, ja, politische eh kaum, ja, obwohl sich sehr wohl im Kunstbereich sehr schnell ganze Bereiche von dir distanzieren, wenn du sehr politisch bist, ja, nicht sehend, dass das im Kunstraum ja eh harmlos ist. Ja. Ich glaube, im Kunstraum selber erreicht man erstens nur sozusagen das Kunstpublikum, also wie die sozusagen eh schon drüber nachdenken, reflektieren, da. Oder eine Schicht, die gar nicht zu politisieren ist. Jedenfalls, also den Kunstraum halte ich für nicht dienlich. Ne? Den öffentlichen Raum halte ich für unheimlich interessant, weil du da eben Menschen erreichst, die du sonst niemals erreichen würdest. Zufällige Passanten, also Leute aus völlig anderen Schichten. Da kann schon was entstehen, da entsteht auch immer was, ja, wenn man da im öffentlichen Raum macht. Ja, und noch eine kleine Sache finde ich interessant, also zu diesem Handeln. Ja. Ich trenne nicht sehr zwischen Leben und Arbeit. Also ich bin, was ich arbeite, ich lebe, was ich bin. Also wenn ich ein politischer Mensch bin, mache ich politische Kunst, die muss ich dann aber auch im Leben mittragen. Das ist auch das, was du meinst, sozusagen, man muss versuchen, zumindest, meistens scheitert man eh, die eigenen Arbeitsbedingungen zu gestalten, da auch Grenzen zu setzen oder Vorgaben zu setzen, die man dann wünscht, dass sie eingehalten werden. Und ich denke, wenn man sozusagen in der Kunst etwas ausdrückt, was man dann im Leben nicht halten kann und nicht sozusagen auch als Mensch dazu steht, zu dem, was man da politisch behauptet und will, dann ist das sowieso nur eine aufgesetzte Sache, völlig, völlig auf dem Buch. Soweit. Danke. Maren Rahmer, ja, bitte. Ich bewundere deine Kunst sehr und mag das sehr, auch die Sichtbarkeit im Raum. Ich frage mich auch, ich sehe da auch wirklich keinen großen Unterschied zwischen Kunst und Aktivismus. Ich habe dann auch mal nachgeschlagen unter Aktivismus zielstrebiges Verhalten oder Betätigungsdrang. Also eine Künstlerin ohne Betätigungsdrang geht eigentlich gar nicht, glaube ich. Und dann habe ich noch ein interessantes Zitat gefunden. Und zwar gab es eine Kunstrichtung 1914 bis in die 20er Jahre hinein. Das war eigentlich eine pazifistische Bewegung. Kurt Hiller war da ein Wortführer, der hat, das klingt vielleicht ein bisschen altmodisch jetzt, aber er hat es so bezeichnet, Aktivierung des Geistigen zur Herbeiführung einer neuen Menschheitsära. Und ja, ich habe mir eigentlich so als Hauptstatement zu Aktivismus und Kunst gedacht, Kunst ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, das wissen alle, die das tun. Und ich finde,
ja, wenn man damit nicht die Welt ein bisschen besser machen will, mit der vielen Arbeit, dann ist das, finde ich, vertane Arbeit. Und deswegen finde ich das, ja, gehört das für mich absolut zusammen. Und wie ich mir, also ich bin da auch im Prozess und werde auch eigentlich immer politischer. Ich war nicht immer so politisch. Du hast gesagt, du warst das schon in der Kindheit. Ich war das eigentlich nicht so sehr und habe auch brav Schauspielausbildung gemacht und habe Kindermärchen gespielt und bin eigentlich erst in Wien politisiert worden und werde es immer mehr, weil es gibt einfach so viele empörende Dinge, die da kann man einfach nicht den Mund halten dazu. Und ich glaube, manchmal hat man ja so das Gefühl, man ist dann auch in einer Blase, also die Kunst, die ich mache, die sehen dann eh nur die Leute oder hören die Leute, die eh schon kritisch sind und sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wir brauchen auch etwas, was uns Kraft gibt. Und die Kunst kann uns da auch ganz viel Kraft geben, um gemeinsam widerständig zu sein und uns zu stärken in unserer widerständigen Kraft. Ja, und Kunst ist ja, finde ich, immer Geschmackssache. Also von daher finde ich das auch ein bisschen komisch, ist das jetzt zu aktivistisch oder zu wenig aktivistisch? Also, und gerade wenn man sagt, dass das Private ist auch das Politische, dann, ich habe da einen viel weiteren, großzügigeren Begriff, was Kunst ist und was Aktivismus ist. Und dadurch kann das auch viel besser verschwimmen. Und ich finde es schon wichtig, sich auch politisch zu positionieren. Es muss nicht immer in der Kunst sein. Und ich sehe auch durchaus die Gefahr, dass es zu platt wird, ja, dass die, wenn die politischen Botschaften zu platt sind, dass dann kommt, ja, ist das noch künstlerisch oder nicht. Und also bei meinem neuesten Musikprojekt, das ja, Laut Fragen heißt das, und das ist für mich, der Titel ist auch, also laut, finde ich ganz wichtig, aber eben nicht Antworten oder Ausrufungszeichen, sondern hinterfragen, Fragen stellen. Und da gibt es manche Songs, die sind wirklich dezidiert politisch und sind zum Glück dann auch bei der Angelobung unserer neuen schrecklichen Regierung gleich gespielt worden. Das freut mich auch und das hat genau auch da sehr gut gepasst, der Song. Das wäre noch was, ja. Der Song heißt Sie sind zurück und endet mit Stacheldraht gegen Empathie, Wasserwerfer töten Fantasie und es ist klar, dass es Widerstand braucht, nie mehr wieder, wir geben nicht auf. Und das ist natürlich sehr Agitprop, würde ich sagen. Und wir versuchen da auch wieder ein bisschen abstraktere Songs auch zu machen, die trotzdem klar hervorbringen, worum es geht. Weil, was auch klar sein muss, gerade in der Musik ist es ganz leicht möglich, dass es von der anderen Seite vereinnahmt wird. Und ich finde die Positionierung da einfach total wichtig. Also gerade gegen den Rechtsdruck, der gerade überall stattfindet. Dankeschön. Thomas Jelinek, bitte. Ja, also ich sehe schon, ich wollte es die ganze Zeit, hat man ja Lust, irgendwie die Diskussion schon zu beginnen. Was ist Aktivismus? Ist, glaube ich, so eine Frage, wie man das definiert. Ich selbst arbeite in der Kunst, ich bin aktiv und ich denke, ich bin auch politisch. Ja, aber deswegen würde ich jetzt von ganz bestimmten Leuten nicht als Aktivist bezeichnet werden. Vielleicht fehlt auch diese Person hier in dieser Runde, also sozusagen die sich nicht über die Kunst definiert. Wir sind hier alle aus der Kunst sozusagen definiert oder generiert oder kommen aus diesen Gebieten und sprechen hier über Aktivismus. Wir haben aber keine politischen Aktivisten und Aktivisten.
Aktivistinnen hier, die sozusagen auch manche durchaus Schwierigkeiten mit der Kunst haben, weil sie Kunst in einen anderen Sektor der Gesellschaft verortet, um das vorsichtig zu sagen. Selbstverständlich, also ich bin der Meinung, dass Kunst grundsätzlich, so wie alles politisch ist, also der Alltag ist politisch und natürlich ist die Kunst genauso politisch. Auch wenn ich nichts tue, ist das ein politisches Statement. Grundsätzlich, also in meiner Arbeit geht es sehr viel, weil ich ja Diskursräume und offene Räume und neue Situationen versuche herzustellen, um das einfach zu sagen. Vor allem auch um das Individuum, um die Menschen zu aktivieren. Das heißt, das ist eigentlich ein politischer Akt, nur ist er nicht zielgerichtet und hat eine größere Perspektive. Und Aktivismus halte ich grundsätzlich für eine menschliche Qualität der Wachheit, auch das politische Sein, also wenn ich denken kann und wenn ich meine Umgebung, meinen Kontext beobachten kann, dann muss ich eigentlich aus meiner Perspektive her zwangsläufig politisch sein. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt aktivistisch für eine ganz bestimmte Gruppierung einsetzen muss und Fluchtzettel verteilen. Ich habe das Gefühl, ich meine, der Duden sagt, wie du gesagt hast, ist eine politisch gerichtete, auf eine zielgerichtete Aktivität. Ja, oder wie war das? Zielstrebiges Verhalten. Sich ein politisches Handeln mit dem Ziel, etwas zu verändern. Wobei da jetzt schon die Frage ist, wie du jetzt den Begriff des Politischen setzt. Ja, ja. Weil das geht sich mit deinem Begriff des Politischen zum Beispiel nicht aus. Ja, eben. Also, ich meine, dem Duden entsprechend wäre ich ja dann Aktivist, aber ich bezeichne mich selber nicht als Aktivist. Das heißt sozusagen, ist das jetzt ein Definitionsproblem der Gegenwart, dass man sozusagen diese Form des Aktivismus, und wir sind dann hier alle keine Aktivisten, sondern wir benutzen aktivistische, ja, okay, du bist noch Aktivist. Ich schon, ich verteile Flugblätter. Wie gesagt, aus meiner Begriffskanon würde ich sagen, ist das natürlich. Also Aktivismus ist eh schon ein Problem, weil das ein Muss ist. Ne? Aber sozusagen politische aktive Agitieren im öffentlichen Raum und auch Kunsträume sind öffentliche Räume. Ob die dann harmlos sind oder nicht, ist eine Frage, wie man sie bespielt. Und so harmlos sind sie ja dann doch auch oft nicht, weil sonst würden ja nicht Direktorinnen und Leitungspersonal ausgetauscht werden, wenn politische Veränderungen passieren. Und das sieht man ja zum Beispiel nicht nur in Ungarn, also da wurden sofort alle Theaterdirektoren ausgetauscht und die Museumsdirektoren wurden ausgetauscht, sofort. Und es wurde die Richtung geändert. Also insofern ist es vielleicht insofern nicht so interessant, es ist eigentlich durchaus interessant, die zu bespielen, weil Kunsträume sind natürlich die Räume der Repräsentation im alten klassischen Sinne. Also da zeigt sozusagen der Staat die Mehrheitsbevölkerung oder wie auch immer, ihre Leitkultur, dieses hässliche Wort. Also zeigt da, dass das ist, was es ist. Und das andere findet dann auf der Straße statt, wenn es erlaubt ist. Und das ist mir aber, das greift mir aber viel zu kurz. Ne? Also jetzt überhaupt, nicht mit dem Namen, sondern überhaupt also im Rahmen der Digitalisierung unserer Gegenwart und auch Politik ist überall und Kunst arbeitet ja, also so wie ich das verstehe, arbeitet permanent sozusagen am Diskurs der Gegenwart. Mehr bewusst oder weniger bewusst, aber das ist das, was die Auseinandersetzung macht und natürlich kann eine Ausstellung, eine Demonstration oder ich weiß nicht, einen Streik nicht ersetzen, aber das ist ja genauso, wie man sagt, wir lesen jetzt nichts mehr, wir hauen gleich drauf. Deswegen brauchen wir die Bücher so wurscht, wir machen das so. Also das heißt, irgendwie, das ist ja auch ein Ort, also Kunst ist für mich, um die Definition so zu beenden, der Ort der Verhandlung. Theater ganz im Besonderen, weil es ein immersiver Raum ist, in dem ich sozusagen in einer Runde mich selbst mit all den Anwesenden in einem Moment einer größeren Verdichtung und höheren Konzentration einem bestimmten Issue, einem Thema sozusagen
stellen kann. Und die Kunst im Allgemeinen, also auch in der Ausstellung findet das statt. Oder in der Bildung oder in der Medienkunst oder sonst wo. Also insofern ist das ein Diskursraum. Und der kann natürlich aktivieren, der kann auch aktivistisch sein. Dafür gibt es ein paar Beispiele, die ich dann vielleicht später bringen möchte. Außer dir, weil es gibt ja, was weiß ich, ich hatte ja zum Beispiel, um das jetzt kurz anzuhängen, damit ich das loswerde, in der Entropie-Ausstellung und in dem Labor das PEN-Kollektiv eingeladen mit Jean Peters. Und die haben hier eines der Projekte ausgestellt mit den mit den Verschlüsselungscodes vom Kickl, vom Van der Bellen und vom Sobotka. Als Bilder, die man, wenn man die abfotografiert hätte und das dann eingetippt hätte, dann hätte man, die haben natürlich die Codes schon geändert, aber damals, als sie es gemacht haben, waren das der Code. Und das ist sozusagen, und was mir sehr sympathisch ist an Jean Peters, ist, dass er sagt, bist du Künstler oder Aktivist? Sagt er, ich weiß es nicht, ich mache Sachen, also ich bin weder noch. Und das finde ich ist eine sehr gute Definition von Leuten, die das machen, was man Kunst nennt. Jetzt möchte ich vielleicht doch ein Beispiel bringen, das diese Fragestellung auf sehr schräge Weise verhandelt hat und trotzdem aber auch einen Aspekt des Aktivismus beleuchtet, der, ich glaube, schon ein Stück weit mit Verkörperung zu tun hat. Also hinter dem Aktivismus stecken schon immer wieder die Körper oder oftmals auch der Körper, der sich wohin stellt oder der Körper, der sich etwas entgegenstellt. Und ich glaube, auch wenn der Körper mit Licht arbeitet, so ist doch der Körper da, der den starken Arm macht und den Schalter kippt und den frechen Spruch tut. Ich habe mal, und da ging es eigentlich um andere Formen, auch einer Frage mit, damals mit Bilderwerfer, also wir haben auch Bilder geworfen, aber wir haben auch agiert, zwar Menschen mit ganz unterschiedlichen Körpern, und wir haben eine Performance gemacht. Also wir wollten die machen am Stephansplatz und haben dann gemerkt, wir können das ganze Genehmigungsprotokoll nicht erfüllen, wir können aber sagen, dass das eine Demonstration ist. Und wir haben dort eine Arbeit gemacht, die haben wir Refugees genannt, Flüchtlinge. Das war Anfang der 90er Jahre. Und da waren wir dann dort und wir hatten diese spontane, man kann ja relativ kurzfristig Demonstrationen anmelden oder man konnte es noch. Und wir haben diese Genehmigung gehabt. Wir waren dann, es war Januar, es war minus 15 Grad und wir waren halbnackt dort auf dem Stephansplatz. Das hat einen ziemlichen Wirbel gemacht und wir haben sehr brutohafte, langsame Bewegungen gemacht. Und innerhalb kürzester Zeit sind die Telefone heiß gelaufen und dann war so eine Einsatzgruppe der Polizei genau gegenüber von uns. Und dann ist dieser Polizeioffizier gekommen und ich habe mit diesem Polizeioffizier eine Verhandlung geführt. Er hat gesagt, das ist keine Demonstration. Ich habe gesagt, das ist eine Demonstration. Er hat gesagt, nein, das glaube ich nicht. Das ist eine Theateraufführung und die ist nicht gestartet. Und ich habe gesagt, sind Sie jetzt Theaterkritiker oder sind Sie ein Polizist? Woher nehmen Sie sich das denn aus? Und also diese Verhandlung sozusagen dessen, was uns und was Politik ist und diese seltsame Schubumkehr der Wirkungen, fand ich dann doch sehr interessant, weil eben der Repräsentant des Staates eigentlich plötzlich als Kritiker fungiert hat, um sich dann als Richter aufzuführen. Das war sehr seltsam und hat halt eben auch. Die Politik war erlaubt, aber die Kunst nicht. Ja. Und also darum meine ich, dass natürlich heutzutage glaube ich, dass die Realität selber schon eine Assemblage ist, also etwas, wo die komischsten Dinge simultan vorherrschen und wo sehr schnell einfach verschiedenste Strategien angewendet werden müssen und können. Und insofern glaube ich gerade auch in der heutigen Zeit schon wieder ein bisschen vermehrt auch an Kunsträume, also an Räume, die unter dem Schutz, den sie mit der Kunst haben, sehr wohl prägnante symbolische Statements produzieren können,
aber ich glaube nicht unbedingt dran. Und ich glaube genauso an geheimnisvolle Aktionen, die aber ermächtigend wirken, wie auch daran, dass manchmal es gut ist, ganz linear zu bestimmten Dingen zu sagen, stopp, es reicht hier. Also wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zu Pflicht, wie Brecht sagte oder so. Und ich finde tatsächlich, dass da eine Art Umkehrung passiert, die einen eigentlich auffordert, einen ganzen Katalog von Instrumentarien sich zur Verfügung zu halten und auch aus dem Moment und aus den Situationen zu entscheiden, welche man anspielt und wo man sie vielleicht zurücknimmt und in einen symbolischen Raum geht, um dort vielleicht auch wieder zu tanken und dann zu Zeiten auch wieder aktiv zu sein. Ich wollte noch kurz, im Prinzip, was ich interessant finde an dem Ganzen ist, also an dem, dass ich das zum Thema ableite, ist ja, dass die Kunst, ja, wenn sie, wie soll ich sagen, ehrlich gemacht wird, ja ein kreativer Raum ist, der sozusagen aus wesentlich größeren Perspektiven sich speist, als wenn ich sozusagen das Aktivistische oder das politisch-aktivistische, das ist eigentlich immer etwas mit mittelfristigen Zielen, während die Kunst eigentlich im Grunde, wie gesagt, grenzenlos sein kann, auf jeden Fall auf einen weiteren Horizont hinzieht. Das heißt irgendwie, ich mag den Spruch schon, also dass wenn irgendwas sich verändert, dann kann es nur aus der Kunst kommen. Das ist super provokant und das finde ich aber lustig, weil sozusagen die viele aktivistische, politische Gruppierungen, die ich kenne und die ich natürlich auch studiert habe, weil es mich halt interessiert und weil ich durchaus mit solchen Organisationen auch gerne arbeite, aber sind sehr, wie soll ich sagen, sind sehr Stereotyp und laufen im Großen eigentlich Gefahr, das, wogegen sie sich eigentlich stellen, und das sind meistens Organisationen, also Dinge, die sich gegen etwas stellen, das wieder zu reproduzieren, einfach nur auf einer anderen. Und sozusagen dieses ein offenes Denken ist eigentlich, also gerade jetzt in unserer Gegenwart, wo die Menschheit schon auf der Kippe steht, also ist es absolut notwendig, weit zu denken und sozusagen die Aktion um der Aktion willen macht eigentlich keinen Sinn mehr. Und das, in der Kunst kann man sich das eigentlich nicht leisten, weil da muss man nämlich schon wissen, was man tut. Dem kann ich nur entgegensetzen, dass viele Aktivisten jetzt versuchen, auch umzudenken und nicht gegen eine Sache zu sein, sondern für eine Sache zu sein. Und genau da suchen sie auch die Künstlerinnen. Mhm. Ja. Ich würde sagen, ich kann mal innerhalb der Diskussion laufen zu lassen, weil ihr auch gesagt habt, ihr möchtet reden. Okay. Mir gehen gerade zwei Dinge zu schnell. Mir geht erstens die Zuschreibung an aktivistische Kunst, so und so zu sein, zu schnell. Egal, ob es jetzt plakativ oder sonst was ist. Mir geht aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch diese, was in der Runde gerade gefallen ist, diese allgemeine Annahme, dass Sichtbarmachung per se etwas Gutes sei. Die geht mir jetzt auch ein Tick zu schnell. Weil etwas sichtbar zu machen, mag natürlich jetzt einem Wunsch, einem wichtigen entsprechen, irgendein politisches Ziel oder eine politische Gruppe sichtbar zu machen, ist aber auch gefährlich. Erstens ist es sehr oft verbunden mit neuen Zuschreibungen oder Stereotypisierungen. Das ist eben, ich finde, das ist auch so ein Dilemma von Repräsentation. Einerseits, willst du ein Anliegen oder wen auch immer vertreten? In dem Vertreten stellst du etwas Neues her. Und die Frage ist immer, was wird dadurch neu dargestellt? Also aus meiner Sicht ging es, wenn dann bei Sichtbarkeit, ein bisschen darum, dass man versucht, auch deutlich zu machen, was Repräsentation eigentlich tut, das Darstellen immer was hertut und deren Wirkungsweise in Frage zu stellen. Also das wäre vielleicht für mich so ein Schnittpunkt. Ich mag jetzt nicht der aktivistischen Kunst zuschreiben, sie würde sozusagen zu schnell und zu sehr mit den Stereotypen arbeiten, weil das passiert manchmal in der, wie auch immer, nicht aktivistisch oder doch aktivistisch oder anderen Kunst ganz genauso. Ich finde, die Frage ist eher sozusagen, wie ist es möglich, eigentlich mit Ambivalenzen zu arbeiten. Mhm. Was die Kunst irgendwie, darf ich fertig? Was die Kunst auszeichnen kann, ist einerseits das Arbeiten mit Ambivalenzen, und immer mehrere Möglichkeiten anzubieten, Gleichzeitigkeiten zum Thema zu machen und andererseits auch so
eigentlich ein selbstreflexiver Aspekt, die eigene Sprache und das eigene Tun auch in Frage zu stellen und drittens irgendwie auch die eigene Verortetheit, auch in dem eigenen System Kunst oder Aktivismus oder was auch immer. Ich wollte hinwerfen, wir laufen jetzt Gefahr, Aktivismus jetzt irgendwie dazu zu verwenden, ohne so genau zu sagen, was Aktivismus denn eigentlich sei. Ne? Also das heißt irgendwie, naja, was ist Aktivismus? Ne? Also, was ist das? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal definiert. Also Aktivismus, nein, Aktivismus ist, wenn ich mich für etwas aktiv einsetze. Aber das hat nicht, also das hat überhaupt keine Form. Und das hat überhaupt keine, es gibt auch nicht vor, was es für eine Richtung ist, ob es für oder gegen etwas ist. Aktivismus heißt nur, dass ich mich für etwas besonders einsetze. Vielleicht kann ich ein Beispiel nennen. Also ich bin Aktivistin auch bei der Battle Lobby. Also wir setzen uns für das Menschenrecht auf Betteln ein und gegen Polizei und politische Willkür, gegen Armutsbetroffene. Und wir haben auch im Rahmen von Wien-Woche überlegt, wir wollen gerne was machen und hatten erst die Idee, ein Straßenfest zu machen, weil wir gegen diese Vorurteile was machen wollten und damals war gerade so Bettelburgen und so, Bettelunterkünfte wurden als Bettlerburgen bezeichnet und da soll so schlimm zugegangen sein und so. Jedenfalls haben wir dann mit den Betroffenen geredet und stellte sich raus, dass das hat sie nicht interessiert. Das ist, und wir wollten ja mit und für die Leute was machen. Und daraus hat sich dann entwickelt eine Rechtshilfe-Treffen, das wir jetzt seit, glaube ich, 3-4 Jahren machen, weil wir gemerkt haben, dass die irrsinnig eben von Behördenwillkür und Polizeiwillkür betroffen sind. Und wir machen seitdem die Rechtsberatung. Das hat jetzt mal nicht unbedingt was mit Kunst zu tun, aber es kommen auch zum Beispiel viele Straßenkünstler zu uns und manchmal musizieren wir dann auch am Ende zusammen. Wir machen immer ein gemeinsames Essen. Wir haben beim Urbanize Festival eine wunderschöne Aktion gemacht mit Erzählcafé, also wo man mit Bettlerinnen reden konnte und ja, dann waren manche ganz erstaunt, dass da Germanistik-Professoren aus Rumänien bei uns auf der Straße sitzen und eigentlich irrsinnig schöne Geschichten zu erzählen haben. Und die Elke Raut von der Rief hat eine große weiße Tafel gemacht, an dem wir dann alle gemeinsam gegessen haben und wir haben noch eine Rallye durch den Karlsplatz gemacht, wo wir so Szenen nachgespielt haben im Sinne vom unsichtbaren Theater. Und das ist vielleicht ein Beispiel, dass wir wollten uns eben nach den Leuten richten, was interessiert sie. Und manchmal entwickeln sich Kunstprojekte draus, manchmal nicht. Also es ist auch keine Kunstorganisation, die wir geworden sind. Also vielleicht ein kurzer Input von mir. Also ich kenne auch in der Kunstdiskussion das Thema politische Kunst ist nichts wert. Habt ihr sicher auch schon mal alle gehört, nehme ich an. Also so diese absolute Abgrenzung und auf der anderen Seite eben das, was du gerade erwähnst, diese immer wieder Verknüpfungspunkte, Sachen, die daraus entstehen können. Ja, da geht es ja auch ganz stark um den öffentlichen Raum, der ja auch für die Kunst ganz wichtig ist. Ja, ich bin, glaube ich, zu sehr Kunstprolo, als dass mich diese Definitionsfrage so wahnsinnig interessiert. Mir geht es wirklich um Sachen machen, ja. Und was mich, eine Frage, die mich total beschäftigt und wo ich irgendwo dazwischen bin und nicht am Ende des Forschens und sozusagen keine Antworten anzubieten habe, ist eigentlich die Frage, wie kommt man zur Wirksamkeit? Weil ich beobachte, dass sozusagen angelernte, angestammte Widerstandstechniken, die wir sozusagen kennen,
nicht mehr wirksam sind. Ja? Also eine Demonstration ist meiner Ansicht nach völlig für den Hugo, es sei denn, es ist eine Massendemonstration und sie zieht sich über Tage, Wochen, Monate und blockiert den öffentlichen Verkehr für 3 Wochen. Ja? Das zum Beispiel ist noch wirksam. Ansonsten kann man uns die Demonstrationen in die Haare schmieren. Obwohl sie, es schon wichtig, irgendwie finde ich schon wichtig, dass jetzt zum Beispiel im letzten halben Jahr sind 2 Demos pro Woche und es ist schon wichtig. Ja? Also ich würde wahrscheinlich schwere Depressionen kriegen, wenn die nicht wären. Ja? Also einfach zu sehen, dass da schon immer wieder Leute sich wehren zu bestimmten Punkten. Ja? Aber man muss schon sehen, dass sozusagen heutzutage eine Verflechtung von Finanz, Politik und Medien sich mittlerweile so weit verfestigt hat, dass gewisse alternative sozusagen Inhalte überhaupt nicht mehr vorkommen. Ja? Man braucht sich nur anschauen, dass Frauenvolksbegehren eigentlich eine große Geschichte, ja? Großes Thema, wichtiges Thema. Ja? Wie viel kam das vor in den Medien? Das Rauchervolksbegehren war jeden Tag in den Medien. Ja? Das Frauenvolksbegehren war beim zehnten Mal wurde es miterwähnt, sozusagen. Ja? Aber die Berichterstattung hat sich sehr viel zum Beispiel um dieses Raucher-Dings, was ich ja für die reinste Vernebelungstaktik gehalten habe. Ja? Das Rauchergeschichte ist nur aufkommen, damit man unter der Hand möglichst viele ganz fürchterliche Gesetze durchbringen kann und alle diskutieren inzwischen über das Rauchen oder Nichtrauchen. Ja? Und dass da inzwischen wurde das BVD überfallen und so weiter und so weiter. Ja? Das ist alles unter dieser Dunstglocke Rauchergeschichte gestanden. Und ich finde eigentlich, also die wichtigere Frage, oder die ich mir stelle, die mich interessiert, ist eigentlich, wie können wir es schaffen, Inhalte überhaupt noch einzubringen. Ja? Zum Beispiel war die Bundeskanzleramtsprojektion von 2000 in keinem einzigen österreichischen Medium vorhanden. Natürlich, wenn du Wirksamkeit willst, müsstest du da vorkommen. Ja? Das erste Mal, wo sozusagen in den Medien so etwas vorkam, war die Projektion aufs Heldentor beim Burschenschaftlerball. Das war wirklich das erste Mal, dass so eine aktivistische Aktion von mir überhaupt in den Medien Platz gefunden hat. Und ich denke aber schon, dass sozusagen ohne die Medien ist nicht mehr zu spielen. Also es ist, da bewegt man sich außerhalb des Spiels, ja, in der No-Name-Zone, ja, im unsichtbaren Bereich. Und wo ist dann da bitte die Wirksamkeit? Also das ist eigentlich die Frage, die mich interessiert, ob das jetzt Kunstaktivismus bleibt, ist das ja, aber Aktivismus ist eine Demonstration. Also ich kenne einige Rechtsanwälte, das sind Aktivisten. Also die arbeiten halt, die arbeiten in Brüssel, die anderen arbeiten im Menschenrechtssektor, was auch immer, oder im Wohnungssektor. Das sind Aktivisten. Die würden sich vielleicht selber nicht so richtig, die bezeichnen sich als engagierte Rechtsanwälte oder sonst was, aber das sind eigentlich Aktivisten, also diese Stereotypisierung des Aktivisten, das sind die Leute, die auf der Straße mit Tafeln rumrennen und die anderen sind andere. Das greift mir zu kurz. Also und dann ist eben auch, wenn das quasi die Opposition ist, das ist die Künstler sind die Leute, die in irgendwelchen Räumen irgendwelche Dinge ausstellen oder singen und tanzen und die anderen sind die Leute, die auf der Straße mit der Tafel rumlaufen, dann erfüllen wir genau dieses Stereotyp, das zum Beispiel jetzt gerade eine herrschende Regierung gerne hätte. Also so ist das nämlich nicht. Ne? Und Aktivismus ist einfach ein, Aktivismus heißt einfach, dass ich eben aktiv bin in einer ganz bestimmten Sache und in dem Moment, wo sich das quasi auf einen ganz kleinen Sektor von ganz bestimmten Arten von Formen reduzieren lässt, dann würde ich aus meiner Sicht sagen, da muss ich mir das genauer anschauen, da stimmt etwas nicht mehr. Also wenn ich einen ganz bestimmten Hut aufhaben muss, um etwas zu sein, dann kann es nicht sein. Das ist ein Blödsinn. Insofern würde ich ja sagen, also ich meine, weil ja Rossier ja hier auch irgendwo erwähnt wird, er hat ja unter anderem gesagt, es geht im 21. Jahrhundert oder im 20. Es geht also in der Gegenwart nicht mehr darum, den Leuten Platon, die Schatten, die, also im platonischen
in der platonischen Höhle die Schatten zu zeigen und sagen, die sind nicht wahr, sondern es geht darum, den Leuten zu sagen, du kannst ausstehen und du kannst dich bewegen und das ist wichtig. Und dann ist es wurscht, welche Form das hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass das eben, sonst, ja, dass es eben keine Form hat, es geht überall. Ja, aber meine Frage ist die der Wirksamkeit. Ja. Kann sozusagen Kunstaktivismus, was auch immer, ja, Definition davon ist mir völlig Schnurz, ja, kann man und vor allem wie kann man das durchdringen? Ja. Über Kooperation. Überhaupt noch. Ja, also überhaupt noch. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Gruppe von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen an bestimmten Gesetzen arbeiten, die in Brüssel gerade verhandelt werden, und die arbeiten dort, und ich habe da unlängst jemanden gesprochen, möchte ich jetzt nicht nennen, ich sage, wieso weit? Er sagt, ja, das versteht eh keiner und da kriegt man eh keiner, das machen wir schon. Und also da kann man zum Beispiel sagen, gib mir die Infos, wir machen was draus, und da glaube ich, ist die Kunst keine schlechte Drehscheibe, um das darzustellen, was da ist. Und dann kann man natürlich noch alles mögliche andere dranhängen. Aber eben die Kooperation, die transdisziplinäre Kooperation ist eine Möglichkeit, Dinge wirksam zu machen. Weil deine Aktion war super, sie war großartig, haben auch relativ, also aber viele Leute sind aber eben im Großen und Ganzen dann keine. Und wenn da eine große Medienkooperation da ist, wenn Medien arbeiten würden, dann wäre das ein ganz was, dann wäre das etwas anders. Das heißt, es geht um spartenübergreifendes Kooperieren. Also das ist etwas, was mein Thema ist, deswegen sage ich das jetzt. Aber es ist einfach extrem wichtig, dass quer durch die verschiedenen, also wie soll ich sagen, die eine machtorientierte Regierungen oder Politik ist natürlich daran interessiert, die Leute in ihre eigenen Kurbel zu isolieren und die einen laufen dort auf der Straße und die anderen machen das, aber sie reden nicht miteinander. Erstens sich das vernetzt, beginnt es gefährlich zu werden und das ist, glaube ich, das, was wir ansprechen müssen. Darum geht es mir in meiner Arbeit. Aber was ich sehe, ist, dass da wirklich noch dieser Mangel an wirklicher Kooperation oder Vernetzung besteht. Oder sagen wir so, die Menschen sind alle in ihren Bereichen so verstrickt und so überfordert auch und sind gerade dabei auszubrennen. Und was ich so beobachte, dass wir da jetzt gerade auch inflationäre, was auch gut ist, dass wir da so viele Sachen haben, wie Kundgebungen zweimal die Woche mindestens, ja. Apropos, morgen ist eine kleinere und übermorgen ist eine ganz große, ja. Ja, ich hänge noch ein bisschen am Begriff der Wirksamkeit und der Effizienz, den ich auch ein bisschen kritisch beleuchte, weil ich glaube, dass das System, in dem wir uns bewegen, ist ausgerichtet auf eine maximale Effizienz. Und ich glaube, dass man das nicht eins zu eins übernehmen sollte. Und ich meine, es zeigt sich... Wirkung ist nicht Effizienz. Das ist nicht ganz das Gleiche. Also Effizienz wäre doch mit geringstmöglichen Aufwand größtmögliche Wirkung zu erzeugen. Wirkung, aber ich denke an Wirkung jetzt prinzipiell. Wirkung in der Gesellschaft, Wirkung kann man ein bisschen... Also, ich glaube, okay, das macht ja vielleicht habe ich das zu sehr jetzt in dem Rahmen gesehen. Nichtsdestoweniger glaube ich eben, dass bestimmte Formen der Non-Linearität im Handeln extrem wichtig sind, um eben auch etwas entdecken zu können oder ja, Formen dessen zu finden, dass man nicht einfach zum Abbild dessen wird, was man eigentlich kritisiert. Ich würde jetzt gerne auf der Stelle mit dir mitziehen, Daniel. Natürlich verstehe ich dieses, ja, wir machen alle so viel und es kommt zu wenig in den Medien und es gäbe so viel zu verändern und wie kann man das machen, das ist schon berechtigt. Aber ich finde, es ist schon so eine Schwierigkeit, weil wir leben gerade in so einer Gesellschaft, die eigentlich... Vorher haben wir irgendwie kurz geredet, da gab es diesen Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie. Also eigentlich ist das unsere aller Aufgabe, gerade sei das mit Bildern oder mit Performance möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen. Performance am Arbeitsplatz, Performance in sozialen Medien oder auch ganz genauso das Aufmerksamkeit mit Bildern zu erregen, da betrifft es mich genauso mit. Ich nehm mich da nicht aus. Und ich denke mir, das ist schon wichtig, dass auch
in der Diskussion zu beachten. Also es geht einerseits, glaube ich, darum, darauf zu bestehen, sich einzumischen, völlig wurscht, wer es wahrnimmt oder nicht, oder? Und es geht andererseits aber auch darum, dem Ganzen eben auch seine Doppeldeutigkeit zu lassen, es durchaus auch mal leise sein zu lassen, es auch mal langfristig darauf Dinge zu machen, die langfristig wirken können. Also ich interessiere mich zum Beispiel total für sowas wie Politik der Bilder. Welche Bilder zirkulieren medial, welche Bilder erregen Aufmerksamkeit und wie werden auch sowas wie Darstellungsmuster etabliert, die sich immer wieder wiederholen oder so. Und das ist zum Beispiel etwas, da kannst du de facto kurzfristig gar nicht, fast nicht dran arbeiten. Das ist zum Beispiel eine langfristige Arbeit. Genauso wie, oder nimm das Thema her, dass sich gerade so eine Kultur eigentlich der Aggression in sozialen Medien etabliert hat. So, dass jede Person sofort irgendwie auf Facebook oder sonst wo beschimpft wird und zumindest Terrorist, Terroristin genannt wird. Ich denke mir, das sind Dinge, also wenn ich versuche es nur laut nachzudenken, ich kann mir nicht die Aktion vorstellen, die wahrgenommen wird, die das dann verändert. Selbst wenn sie noch so wahrgenommen würde, oder? Nein, ich sage, ich habe keine Antworten. Also das ist einfach das, was ich nachdenke und was ich auch schade finde, weil viel Arbeit da reingesteckt wird. Aber Wirkung jetzt wäre für mich zum Beispiel, der 12-Stunden-Arbeitstag wird nicht eingeführt. Wirkung wäre für mich, es gibt so viel Bahö, die Notstandshilfe wird nicht gestrichen. Das meine ich. Wir. Ja, aber ich meine, du bist so eine bessere Strategie, ja? Aber ich glaube sozusagen, wozu ich neige, sozusagen, das kann man so nicht stimmen, muss das tun, ja? Dass das eher sozusagen nicht so toll ist. Ja? Also es braucht heutzutage wirklich Metaebenen, also Strategien, die auf mindestens 3, 4, 5 Ebenen arbeiten. Ja? Um da überhaupt auch nur einen Millimeter weiterzukommen. Ja? Also, da würde ich meine Aktionen dann auch so zum kritisieren, weil das sind halt so kleine Tröpfchen und schön, ja, innerhalb von 15 Jahren hat sich das verändert. Und da die Anleitung der Selbstermächtigung wurde von 5, 7, 9 Personen verstanden und umgesetzt, wunderbar. Trotzdem ist es wichtig. Aber ich sage nicht, dass es unwichtig ist, aber sozusagen ich finde es wichtig in so einer Zeit, wo man so dermaßen zugedröhnt wird, ja, über 5-ebenige Strategien nachzudenken und zu entwickeln. Und vielleicht sind wir dann in 3, 5 Jahren oder so, sind wir vielleicht irgendwo, wo wir Strategien entwickelt haben, die genug Metaebenen drin haben und diese ganzen Faktoren. Da können wir ja jetzt drüber reden. Also das interessiert mich tausendmal mehr als Großaktivismus und Großkonsens. Eine einzelne Person von uns wird das nicht schaffen, aber die Summe macht es. Und ich glaube, der Raum ist hier zu mehrheitlich von kreativen Menschen irgendwie bevölkert. Und ich meine, was wir zusammen machen und eben, wie ich meine, auch also mit anderen Sparten, ob das jetzt Rechtsanwälte sind oder Piloten oder was immer, ist ja wurscht. Aber es geht da, oder viel interessanter ist vielleicht Biotherapie für uns, solche Menschen, ja, also die in den Naturwissenschaften arbeiten und in der Datenverarbeitung. Aber auf jeden Fall ist der Punkt der, dass eine einzelne Aktion natürlich nicht, also wer glaubt, mache Kunstwerker, das wird jetzt die Welt verändern, das ist leider schon naiv und das macht auch gar keinen Sinn. Und ich habe das Gefühl, dass wir grundsätzlich natürlich in einer Zeit leben, die so beschleunigt ist, dass wir keine Geduld haben. Ich meine, um hierher zu kommen, wo wir jetzt gerade sind, hat es ein paar tausend Jahre gebraucht und jetzt wollen wir das verändern. Morgen, das sieht sich nicht aus. Ich würde sagen, wir eröffnen jetzt die Diskussion mit dem Publikum. Ich habe da schon ein bisschen Unruhe bemerkt. Elise, bitte. Uns geht's gut, weil wir sitzen jetzt da und schauen ins Licht und ihr habt euch da alle mit den Argumenten verstrickt. Hörst du mich besser so? Ja. Okay, also ich muss da einhaken, wo die Julia mit der Wirkung war. Ich glaube, wir leben ja in einer Welt, wo diese vielen Ebenen auch in jedem einzelnen Haushalt sind. Wenn wir eine Wirkung haben wollen, wenn wir über etwas
zum Beispiel eine Demonstration oder eine Aktivismusaktion zusammenstehen, musste die Leute nehmen alles immer fünf Ebenen wahr und sitzen zu Hause weit weg von uns, nämlich vor fünf Medien, hinter Fernsehschirmen und Handys, und die kriegt man überhaupt nicht dazu, dass sie überhaupt hinhören. Die kriegen das nur wieder serviert durch drei oder vier Ebenen, die ihnen dann von den Journalisten, die ja auf der Lauer liegen, nach irgendwas, was sich bewegt, aber auch in fünf Ebenen dahinter. Ja? Also ich verstehe das von Thomas schon, dass er sagt, das ist mehr, wie sagt man, mehr Stellen, mehrstellige, genau, mehrstellige. Genau. Das sind, also, und die Julia verstehe ich auch gut, weil jedes Projekt, das du dir dann ausdenkst, muss viele, genauso viele Ebenen haben. Auf der anderen Seite sage ich mir, wenn wir aufhören und sagen, es gibt eh so viele Ebenen und das macht man jetzt alles nur mehr über fünf Medienebenen, dass man ja gar niemanden mehr wirklich auf der Straße sehen will, weil eh keiner kommt, der wirklich schaut, dann geht das gar nicht, weil das arbeitet genau denen in die Hände, die heute politisch an der Macht sind und die zehn Ebenen einziehen, weil sie schon von vornherein sich in dieser willkürlichen Ecke befinden, wo man schaut, wo kann man Gift reinfüllen und wie viele Ebenen braucht man dazu und wie macht man die Menschen da narrisch. Also ich sehe das jeden Tag, weil ich mir immer diese ganzen politisch diskutierten Sachen, die ja den Einzelnen so schaden, aber niemand kapiert es schnell genug, dass er dann mit der Gewalt aufsteht oder mit dieser Vehemenz, die zum Beispiel eine Kunstaktion oft mit einer leisen Bewegung machen kann. Aber da muss sie eben sehr gut ausgedacht sein. Ich glaube trotzdem, man darf nicht aufhören, solche Dinge wie Demonstrationen sich zu wünschen, jetzt Massendemonstrationen, so wie am Samstag, weil wehe, wir haben, in dem Moment, wo es still wird, sind die, die mit der Giftspritze da sitzen, na, wir haben gewonnen. Ich weiß das. Ich meine, das ist genau der Grund, warum man gar nicht darüber diskutieren kann, ob irgendwas nutzlos ist. Ja? Das wäre ein Verlust an öffentlichem Raum. Genau. Wem darf ich das weitergeben? Die eigentlich noch kurz reagieren. Ich würde nur ganz gerne reagieren, weil ich sehe das ja auch so, weil ich weiß, dass wir nichts erreichen. Ja, wir machen da Demonstrationen und wir wissen genau, es wird sich an der Gesetzgebung nicht sofort was verändern können. Und auch wenn wir 150.000 Leute sind, trotzdem werden die Flüchtlinge abgeschoben. Das ist es so. Ich weiß. Das wissen wir. Aber wir dürfen auch nie sagen, wir sind die Naiven, verstehst du? Die da sitzen und nur so Kunstaktionen ausdenken. Das ist eben gar nicht. Das ist nicht der Fall. Und ich gehe auch manchmal nur so zu einer Demonstration und manchmal mache ich eine Kunstaktion draus. Das ist eben ganz unterschiedlich, je nachdem, was gerade die Sache ist und was gerade ausgeht. Und ich finde halt, es ist einfach ein Statement. Und genauso sehe ich das auch, wenn ich ein Kunstwerk mache, ist es ein Statement. Ich möchte noch was dazu sagen. Diese kleinen Demonstrationen verfolge ich jetzt auch und mache mit, wo es geht. Ja? Wenn eine Demonstration ein paar Leute von Samba Attack mit beinhaltet, dann greifen die auf eine Aktionsebene, die mit Musik, also mit dem Rhythmus einhergeht. Und damit zünden die derartig viel an, weil die Menschen ohne dem gar nicht gehen können. Das heißt, ich beobachte jedes Mal, wie viel mehr Kraft eine noch so kleine demonstrative Einheit kriegt, wenn man mit einem Rhythmus, mit einer vokalen Geschichte vorangeht. Das ist jetzt eine reine Beobachtung, wenn man auf einmal fühlen sich die Leute alle gut. Ja? Das ist so eine Kultfühlung. Dann schauen die Leute aus den Fenstern und fangen zu lachen an, einfach weil sie da irgendetwas mitbrauchen oder etwas nimmt sie mit. Sagen wir so. Ich tue da jetzt nicht die Ausdrücke alle die richtigen, aber es ist es muss eine Sache sein, die emotional ist. Wenn es nicht emotionalisiert wird, dann können wir nicht die Stärke zusammenholen, denke ich, die das haben soll. Und gerade bei Kunstaktionen geht es oft zu einem kleinen Trigger, dass das Richtige rauskommt. Ja, das ist es ja, das, was ich auch versuche zu erreichen. Ich versuche die Leute zu berühren und über die Kunstaktionen auch irgendwo. Es geht mir nicht darum, mir geht es schon um die Wirksamkeit, natürlich. Und es wäre schön, wenn die Leute darüber berichten würden. Aber wenn es nur ein paar Leute auch wirklich berührt, dass es macht und sie vielleicht ein bisschen umdenken oder nachdenken lässt, dann habe ich schon was, ich muss das nur abdecken, was ja. Blenden. Habe ich schon was erreicht. Ich glaube auch, man braucht sich, also von der Seite derer, die Kunst und Aktion machen, nicht so sehr um diese Journalisten, um die vielen Medien kümmern, weil die rennen sowieso dorthin, die warten immer drauf, wo woanders eine Bewegung losbricht. Die sind ohne das wie die Hunde hinter dir her. Also das ist, die könnte man eigentlich, die könnte man wahrscheinlich
wie man das sagt, besiegen oder über den Tisch ziehen. Wenn man einfach gar nicht darauf hinschaut, wer kommen soll, dann ist nämlich die Wirkung nicht so die Frage, weil wenn keiner kommt, dann kommt eben keiner. Ich bin aber überzeugt, wenn das richtige kleine Element dabei ist, dann kommen sie schon. Und die richten sich nacheinander. Wenn es etwas ist, was besonders viele, ich meine, diese Geschichte, die der Daniel erzählt hat, mit dem halbnackt bei Minusgraden am Stephansdom, das zieht dann sofort eine Medienmeute an, die vielleicht gar nicht so viel ausmacht, weil, also die gar nicht so viel Wirkung hat, weil die gestern und morgen wieder vergessen sind. Ich wollte nur... Weil wir lauter Touristen sind. Ich wollte nur kurz fragen, ob jemand von euch diese lateinamerikanische Protestform kennt, was vielleicht auch in deinem Sinne ist, wo Menschen, große, große Menschenmassen, Tausende von Menschen schweigend, ohne Musik, ohne ein Wort, zum Teil gleich angezogen durch die Städte ziehen, zum Teil fast choreografische Schlangenbewegungen machen, also. Und das ist umwerfen für ja. Was? Du weißt es vielleicht. Ich weiß nein, ich verschwunden. Ja. Anzug. Das ist Hamburg gewesen. Ja, ich wollte nur da ein Motiv aufgreifen, das eben schon auch darüber spricht, wie etwas passiert und das vielleicht auch darauf hinweist, dass die Demonstration nicht nur, sagen wir jetzt, gegen etwas oder für einen Inhalt gerichtet ist, sondern dass sie einen gewissen Ritualcharakter hat, der, glaube ich, gestaltet werden könnte oder wo es eigentlich ein großes Potenzial gibt, das zu schärfen oder auch sich selbst gewahr zu werden, dass wir eigentlich Teil eines Rituals sind und dass dieses Ritual irgendwie einerseits genossen werden kann, aber natürlich auch gestaltet werden kann. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze jetzt, die von ganz praktischen Dingen, was weiß ich, in Hamburg haben die festgestellt, dass es hilfreich ist, wenn man große, auflassbare Objekte hat, die Bälle, die schauen super aus und beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, wie die eingesetzt worden sind, waren die Polizisten verblüfft und sie haben nicht direkt mehr zu den Agierenden hin können. Und es hatte sowohl eine ästhetische Wirkung, es hatte aber auch eine praktische Wirkung. Und in dem Sinn eben glaube ich, dass das Bedenken von Formen schon sehr wichtig ist oder vielleicht auch das Bedenken des Vokabulars, weil ich glaube, dass bestimmte Formen des Protests eigentlich nur mehr Posen des Protestes sind, die damit aber auch ihre Wirksamkeit völlig verloren haben und dass da drin vielleicht ein Spielraum wäre, sowohl des Selbstgewahrwerdens wie auch dessen, dass natürlich eine bestimmte Form der ästhetischen Gestaltung dem hilft und aber auch vielleicht eine Form des erhöhten Bewusstseins produziert. Ja, da darf ich kurz einhaken, weil wir hier im Ausstellungszyklus überleben sitzen und das Beispiel Starsky bringen, weil diese Demonstration, die da gemacht wurde, ist ja sowohl Performance als auch Skulptur. Es ist eigentlich sozusagen eine Skulptur des Aktivismus, weil dadurch, dass ja die Leute mit leeren Transparenten gehen oder mit leeren Tafeln, die aufprojiziert werden, zeigt es ja wie soll ich sagen, nicht die Beliebigkeit, aber die Projektivität von Aktivismus und ist eigentlich eine Skulptur des Aktiven an sich, des Aktivismus. Ist deswegen aber nicht beliebig im Inhalt, sondern das geht eben genau um diese, was ich sagte, eben, dass es geht darum, sich zu aktivieren, klar zu machen, sich selbst und anderen, dass es möglich ist, aufzustehen und zu gehen. Und das ist eigentlich so als Beispiel, also das direkt hier, so wie die Vernetzung, die grenzenüberschreitende Vernetzung ja hier in der letzten Skulptur von Eike auch gerade dabei ist zu werden. Also diese Dinge sind ja dann schon auf der diskursiven Ebene etwas, woran man quasi im Haptischen dann aber auch genau sehen kann, was passiert und dass das eben nicht unbedingt die
die Frage ist, welches Ziel muss erreicht werden, um effektiv zu sein? Wenn du sagst, es geht um die 12-Stunden-Woche, dann werden wir jetzt scheitern. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen das jetzt morgen, das schaffen wir nicht. Aber das sind andere Prozesse. Diese 12-Stunden-Woche wird in 3-4 Jahren wahrscheinlich wieder weg sein. Also das heißt irgendwie, naja, das wird sich nicht ausgehen. Und das heißt irgendwie, da ist es halt dann schon auch die Frage, mit welchen Mitteln man arbeitet, weil wenn ich etwas morgen umsetzen will, dann muss ich versuchen, eine Diktatur zu errichten und dann ganz oben an der Spitze zu sitzen. Aber ich glaube, das ist genau das Gegenteil, was wir wollen. Weitere Meldungen aus dem Publikum bitte. Das Mikro ist bei der Lilla. Yes. Danke. Jetzt geht die Diskussion schon so weiter. Ich bin erstmal echt dankbar, dass ihr euch hier so zusammengefunden habt. Ich mache auch politisches Theater und bin auch politisch aktiv und versuche genau irgendwie die Schnittstelle zu finden. Und ich finde, hier ist alles gesagt worden und alle Bestandteile, alle Fähigkeiten, alle Möglichkeiten sind da, um eigentlich, für mich ist wahrscheinlich Aktivismus eher wirklich die Schnittstelle zum Handeln. Ja? Also ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo also wir ein Duo Infernale da an der Regierung haben. Also ein Rechtsnationalismus paart sich mit Rechtskonservatismus, also schon mal kann es ja kommen werden. Und ich glaube, dass das auf gut berlinerisch würde ich sagen, könnte ich es ja rausschneiden, die Kacke ist wirklich am Dampfen. Europaweit, weltweit, ja. Und ich glaube, dass wir als Künstler wirklich eine Verantwortung haben. Eine Verantwortung haben, aus den Nischen herauszukommen. Das will ich niemandem zuschreiben. Also ich dümpel da auch in meiner kreativen Art und Weise, mich mit den gesellschaftskritischen Themen auseinanderzusetzen und irgendwo Impulse zu setzen. Auch in, finde ich ganz wichtig, diesen Diskursraum zu machen. Ja? Und jeder hat sozusagen seinen Beitrag und das ist unheimlich wichtig, dass das passiert. Aber was ich glaube, im Sinne der tollen Installation, dieser Vernetzung, auch im Sinne, dass eine rote Linie, eine politische rote Linie ist längst überschritten. Und wenn wir die jetzt nicht sozusagen ernst nehmen und uns in ein Bündnis aus den politischen Bündnissen, die existieren, ich bin zum Beispiel bei der Linkswende, da mag jetzt vielleicht irgendwie kommen. Ich setze mich gerne mit Ihnen auseinander. Ich bin teils sehr auf anderen Positionen auch. Ja. Aber ich glaube, es trifft sich gerade in einem Konsens sozusagen, dem Lauf, der gerade politisch passiert, da wirklich etwas entgegenzusetzen. Und das ist die Summe. Und Sie sind teils auch ein bisschen ratlos, weil Sie suchen den Kontakt mit den Künstlern. Ja. Und ich versuche immer irgendwie, ja, man müsste jetzt, man müsste, man könnte. Ja. Also wenn man es schaffen könnte, das wirklich zu connecten, um auch einen Kontakt zu den Bürgern auch zu finden, die auch zu ermutigen, eben Lust zu haben, emotional erfasst zu werden, dass es toll ist, in so einer Großdemo mitzugehen, sich auch bestätigt zu sehen in seiner Meinung, ja? Dass ich nicht alleine bin mit der Meinung, dass ich die Regierung scheiße finde, sondern da sind 20.000, 30.000, die genau meiner Meinung sind. Ich glaube, nur das ist die Möglichkeit, sich dieser Regierung nicht unterzuordnen. Und ich glaube, dass so eine Regierung ganz schnell auch wieder abzusetzen ist. Ich habe es 89 erlebt, dass das möglich ist. Ja, das glaube ich auch. Aber ich denke, so, weil es ja hier um Vernetzung, also wenn du Vernetzung ansprichst und wie man dann eben diese verschiedenen Felder, ich glaube, der Beginn ist, dass man sich gegenseitig besucht. Also das ist, wenn man so quasi im Haus, es geht um irgendwas, keine Ahnung, was zur hohe Miete oder Wasserhandlung, da muss man sich irgendwie treffen, das heißt, man muss sich mal treffen, man muss miteinander reden anfangen und man muss sich gegenseitig besuchen. Also ich habe natürlich schon festgestellt, weil ich eben gerade einen Abend der Entropieausstellung hier vor allem der politischen Aktivisten, also der politischen Aktion, Aktivismus mag ich nicht, dieses Wort, also der politischen Aktion gewidmet habe und eben auch den Jean Peters vom Pen Collective eingeladen habe, hier einen Workshop, also eine performative Demonstration zu machen etc. Und auffallend war, dass also 99% Kunstpublikum, sagt man so, und 1% politisches Publikum da war. Aber die haben ihn gehört.
Was? Die haben ihn dann woanders gehört. Die haben ihn dann woanders gehört, aber sie haben das nicht mitgemacht, wo es sozusagen dann den Punkt gibt, wo kann ich da. Egal. Aber das ist sozusagen, dass sie auf der einen Seite natürlich geben, muss ich zugeben, dass ich auch selten bei irgendwelchen politischen Veranstaltungen bin. Also irgendwie, wenn man beginnt, also das, sich zu treffen, um jetzt sozusagen eine Aufgabe zu erfüllen, ist meiner Meinung nach, also das geht zu schnell. Da trifft man sich und sagt, okay, Strategie, was da auf diesem Platz, da wird halt irgendwas gemacht und dann kann man da was projizieren, man kann da was tanzen, man kann auch vielleicht irgendwas Kleines inszenieren. Aber das sind die Dinge, die bringen nichts. Das ist dann die Behübschung der Vater. Also vielleicht ist, da hat man dann ein schöneres Gefühl, wenn man da geht und ein schöner Rhythmus dabei ist. Aber wirklich effektiv kann das ja nur im Sinne der Wirksamkeit kann es eigentlich nur dann werden, wenn man wirklich Kooperationsstrategien aufbaut. Und das heißt, über längere Sicht sich auch also eine Kommunikation aufbauen und nicht sagen, jetzt mal ist was los. Nein, wenn ich kurz darauf antworten kann, das sicherlich nicht. Ich glaube, dass der Wille wichtig ist oder das Bewusstsein, sich da zu connecten. Weil ich glaube, die Wirksamkeit hat man ja gesehen, zum Beispiel in der Köhlmeier-Rede, ja? Welche Aufmerksamkeit und wie wichtig ein Durchatmen auch durch die Öffentlichkeit ging, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, wir Künstler sind da sensibel genug, das aufzunehmen, ja? Was irgendwie da in der Stimmung ist. Er hat etwas ausgesprochen, was allen schon lange unter den Nägeln brannte. Ja? Und auf einmal war es öffentlich. Ja? Ich meine, ich fand es ein bisschen schade, dass er selber sagte, ich weiß nicht, ob das ein bisschen kokett war, okay, man hat mich gefragt, ja, also rede ich. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, nur weil man dich gefragt hat, redest du, ja. Aber gut, das wäre die einzige anerkannte Ablehnung. Die Wahnsinn für diese genau. Scheißregierung. Aber das war wahrscheinlich auch eine Lüge. Genau, eben. Und das ist, glaube ich, das die Message, die ich vielleicht geben möchte. Weil ich glaube, dass. Zum Beispiel ist bei den Demonstrationen war letztens die eine Rapperin. Ja? Also ich glaube, dass das schon eine Wirksamkeit hat, sozusagen zu überlegen auf dem, was wir können, ja? Mit unseren Mitteln sozusagen vielleicht erstmal bei der Eröffnungskundgebung oder bei einer Abschlusskundgebung mit präsent zu sein. Ja? Mit was auch immer. Also das darf dann wahrscheinlich nicht irgendwas Ausuferndes sein, aber vielleicht ist es auch was Ausuferndes, keine Ahnung. Aber dazu muss man sich natürlich hinsetzen und sich kommunizieren und Möglichkeiten suchen. Möchtest du? Bitte. Das ist schon zu lang. Ja. Ich bin zu spät gekommen, also möglicherweise bin ich jetzt am Thema vorbei, ich versuche es einmal auf jeden Fall. Ich arbeite mit Freunden zusammen, seit gut einem halben Jahr an der Aufarbeitung an der Geschichte der Aktionisten, auch wenn du das Wort jetzt nicht magst. Die haben sich selber so benannt. Aktionisten ist nicht, es ging um Aktivismus. Aktivismus. Okay, passt schon. Ne? Die Performance-Kunst für Österreich großformatig, also nach Österreich gebracht hat. Und dabei bei dem Thema. Ich bin jetzt aus Dummeleiser dran. Gut, was Hauptsache immer hört mich. Und bei dem Thema fällt jedem von uns, jeder hat das Bild von Günter Brus, wie er weiß angemalt, durch die Stadt geht und das ist jetzt in allen Zeitungen. Immer wieder gewesen, die Fremdenverkehrs- und Tourismuswerbung arbeitet mit dem Bild, der Bild der also Wien, die offene, künstlerfreundliche Stadt und so, was alles möglich ist in Wien. Und tatsächlich ist eine Minute, nachdem das Bild gemacht wurde, war er verhaftet und ist bestraft worden. Also festgenommen worden und ist bestraft worden. Das ist jetzt genau 50 Jahre her. In einer Woche, am 5. Juli, ist das genau 50 Jahre her. Und da ist mir die Idee gekommen, das wäre eigentlich eine unheimlich interessante Idee. Und da kommen jetzt also eine ganze Menge Dinge zusammen, nämlich weil die öffentliche Hand, dass diese Geschichte jetzt für sich adaptiert hat, ohne dass man ihnen das jetzt wieder wegnimmt, aber dass man jetzt, also den 5. Juli grundsätzlich einmal für die nächsten 200 Jahre als Bruce Day ausruft. Das heißt, dass möglichst viele Künstler, das müssen aber gar keine Künstler sein, das können auch Leute sein, die einfach, denen das gefällt, sich weiß anmalen
oder anders, aber grundsätzlich wäre er so weiß, dass die Corporate Design anmalen und durch die Stadt gehen. Und das ist genau das, was der Horror ist für die Polizei, wenn also jetzt was passiert, das sie nicht kontrollieren können. Ich meine, er hat sich auch vor, der Polizist hat ihn, wie er getanzt hat, alles Mögliche gesagt und zum Schluss hat er gesagt, weil ich es gesagt habe. Nicht, dass er weg muss dort. Und dann hat er gesagt, weil ich es gesagt habe. Es ist, hat ja kein Argument mehr gehabt. Und also, da sozusagen, dass egal, wenn es 20 oder 30 sind, kann man die Stadt also bewegen. Da kann die Presse nicht vorbei, da kann die öffentliche Hand nichts dagegen haben, weil sie ja selber damit wirkt, mit der Geschichte. Eben, da sehe ich dann schon ein Problem darauf, den ich kurz da einwerfen darf. Ja. Also, weil das ist ja dann, das wäre dann sozusagen dann die Repräsentation, wie cool nicht die Stadt ist und wie toll diese Regierung, was sie nicht alles erlaubt, weil das würden sie natürlich laufen lassen. Wenn es der Bruce Day ist, ne, dann ist es der Staatskünstler. Also ich meine, das wäre dann eben genauso, da denke ich schon, dass strategisches Denken schon wichtig ist, was man mit wem bedient. Also es die Form, deswegen habe ich ganz am Anfang gemeint, die Form ist eigentlich, die Form ist nicht so wichtig. Demonstrieren tun auch die Rechten, also das ist es nicht, die Form ist nicht wichtig. Form, der Inhalt, die Message ist das Wichtige an der Sache und die Form folgt dem Inhalt, also auch in der Kunst, meiner Meinung nach. Über den Inhalt habe ich noch gar nichts gesagt. Beim Inhalt war ich ja noch gar nicht. Den Inhalt kann man jährlich ein Motto geben, aber grundsätzlich geht es darum, dass die Künstler und überhaupt die Bevölkerung den öffentlichen Raum erobern können, dass er ihnen gehört. Und was grundsätzlich also überhaupt nirgends vorkommt, in keinem Gesetz, nichts gehört uns. Das ist das eine. Dass du sagst, naja, aber wenn das die öffentliche Antwort, die jetzt schreiben die Zeitungen womöglich, jetzt redest du genau das Gegenteil auf dem, was man vorher, was ich da gehört habe, jetzt schreiben die womöglich, oder womöglich verbieten die das gar nicht. Das ist ja entsetzlich. Da müsst ihr euch jetzt entscheiden, natürlich. Also ich gehe dieser Idee mit dem Bruce Day nach, und ich werde mich freuen, wenn so viele bis jetzt habe ich also nur positive Meldungen dazu gehört. Man kann alles niederreden, das ist schon klar. Man kann gegen alles sein, man muss nur halt konsequent negativ sein. Aber ich mache das auf jeden Fall und ich halte es für eine unheimlich gute Idee. Das ist ich finde eigentlich dieses Beispiel von Gunter Bruce, Wiener Spaziergang, ganz spannend, nämlich aus einem bisschen einem anderen Grund als deinem Aktionsvorschlag. Ich habe mich da auch sehr lange damit beschäftigt und ein Anliegen von Gunter Bruce war damals, die Trennung zwischen dem Raum der Gesellschaft und dem Raum der Kunst aufzuheben oder in Frage zu stellen. Das hat sich auch durch diese Linie symbolisiert, weil Gunter Bruce hat seinen Körper weiß bemalt und eine Linie in der Mitte gezogen. Und ich finde das jetzt gerade spannend, weil ich denke, wir sitzen hier 50 Jahre später und vor allem in unserer Frage, Aktivismus und Kunst ist das eines, oder aber ein großer Teil hat ja doch auch für diese Getrenntheit, plädiert eigentlich an einem ähnlichen Punkt. Gleich, also muss ich da jetzt, gibt es immer noch hier die Gesellschaft eine Kunst dran. Auf einer zweiten Ebene ist es aber schon so, ich würde es heute nicht mehr schaffen, für Weiß durch die Innenstadt laufen, verhaftet zu werden. So gesehen zeigt sich daran auch, wie viel an Entwicklung möglich ist. Das, was damals, wenn ich damals sage, ein sozialer Raum wird auch im Handel hergestellt, dann haben einfach so lange öffentliche Raum Menschen auf eine gewisse Art und Weise genutzt, bis es Teil des Verhaltens im öffentlichen Raum wurde, sich zum Beispiel verwundet, um zu bepinkeln. Und das Dritte, was mir im Nachdenken jetzt gerade eingefallen ist, ist, was heute Abend noch nicht gefallen ist, ist eigentlich, dass ja auch die künstlerische Tätigkeit aus ihrem aktivistischen Tun eigentlich sehr viel lernt und sich sehr viel weiterentwickelt. Das fällt mir auf, dass das den ganzen Abend noch nicht gefallen ist. Dass das ja auch unheimlich spannende Ansätze sind, die da entwickelt werden, oft im aktionistischen Tun, die dann wiederum, und das können Sie sich dann unheimlich vielen Beispielen wiederum zeigen. Ich wollte das Ähnliche schon seit einer halben Stunde sagen. Ich glaube, also wir brauchen einfach unheimliche Beweglichkeit. Also einerseits sozusagen dass die Verfeinerung und des Vokabulars, ja, also sozusagen bei jeder Aktion kommt ein Wort dazu, ja, das man ab jetzt verwenden kann. Ja. Aber auch, glaube ich, man muss ständig die Strategie ändern. Immer wieder beweglich.
Schau, jetzt zum Beispiel hat sicher die Polizei auch wieder dazu gelernt. Ja? Nicht nur wir ziehen unsere Lektionen und lernen was dazu. Auch die Polizei wird es dazu gelernt haben. Und wir dieses oder jenes verbieten, dieses oder jenes erahnen bereits, wenn man es ankündigt oder so. Also ich glaube, ich setze auf zwei Strategien. Das ist eine unheimliche Beweglichkeit und eine neue Strategie, die ich glaube ich ausprobieren möchte, ist Betrug. Ja. Also ich glaube, so neu ist sie auch nicht, ja, für mich halt. Ja, ich bin immer so authentisch und so, ja, das ist ein bisschen irres, ja, authentisch ist es. Ich glaube, man müsste beginnen, viel eleganter mit Betrug zu arbeiten. Betrug inwiefern? Naja, also sozusagen sozusagen jedes Wort, das einmal gesagt wurde, erweitert unser Vokabular. Jedoch auch das der Polizei. Ja? Sozusagen, du musst ja wieder das nächste Wort entwickeln. Ja? Jetzt beim nächsten Mal werden sie uns schon erwarten und sich dies und jenes auch zurechtgelegt haben. Ja? Ich kenne auch diese Verhandlungen mit der Polizei. Ja? Ich finde sie unheimlich spannend, das mit der Polizei. Das ist eins. Das ist Teil meiner Arbeit, die Gespräche mit der Polizei, was das jetzt ist und was das sein soll und ob man für 60 Maxeln jetzt den Ring sperrt oder nicht und ob das jetzt und so weiter. Also das ist urspannend. Ja. Warte, ich muss nur zu dem Punkt kommen des eleganten Betrugs. Ja. Und eben ich. Weil ich ja drüber nachdenke, so wie man sozusagen aus dieser Blase rauskommt und so in die Medien rein oder so, dann denke ich, die Medien müsste man betrügen, ja. Dann müsste man etwas ankündigen, das ihrer Fressneigung entspricht, ja. Das ist genau euer Fresse, da springt sie auf, da kommt sie gehoppelt und schwuppdiwupp, ei, es ist jetzt doch was anderes, jetzt sind sie aber schon da und so. Und ich glaube, das wäre jetzt eine elegante Weiterentwicklung des Vokabulars. Ja, also. Und das meine ich mit der Beweglichkeit. Du kannst jeden Schnee eigentlich nur einmal machen. Na, beim zweiten Mal ist er schon verbraucht. Ja. Also, wir können nicht mehr weiter demonstrieren. Ja, können wir schon, müssen wir auch. Ja. Vielleicht sollte das nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Sagen es sozusagen schon, ja, das ist jetzt viel gefallen, die Summe. Ich glaube, das stimmt schon auch. Ja. Aber sozusagen eigentlich ein Schmäh pro Mal. Mehr geht es nicht aus. Ja, dann musst du schon wieder den nächsten Schmäh anfangen. Ja. Die Schnelllebigkeit hat auch mit unserer Zeit zu tun. Ne? Also damit ich meine nicht Schnelllebigkeit, nein, damit ich meine, sobald das Wort gesprochen ist, haben es die alle auch verstanden. Ja? Okay. Also, und können sich darauf vorbereiten, wird sofort vereinnahmt, wird wieder verharmlost. Ja? Es muss immer wieder neu spielen. Das ist nur immer. Okay. Also du hast auch aufgezeigt, habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Aber ich habe schon lange aufgezeigt. Sprich, wir sind so geblendet. Wir sind so geblendet. Wir sind okay. So, jetzt oder draußen? Bitte. Na, danke, es geht schon. Ja, ich wollte eigentlich replizieren auf unsere Kollegin aus Berlin, weil das sehr eindrucksvoll war, aber meine Erfahrung ist, dass das jetzt nicht mehr geht. Also eine Demonstration, die wirklich was bewirkt hat, kann ich mich erinnern. Das war zum Beispiel die war aktivistisch, bei der Au, bei der Hainburger Au. Weil da waren innerhalb von wenigen Stunden tausende, abertausende Leute da, und das hat natürlich die Au gerettet. Ich bin bei den Donnerstagsdemos 3 Jahre lang mitgefahren. Damals noch am Rad, weil ich da nicht gehen konnte. Aber das war natürlich eine unglaubliche Bereitschaft damals noch. Also ich habe Leute gekannt, die sind aus der Bahn gekommen oder aus dem Bundesstatistischen Zentraler mit Stöckelschuhen und haben die Demo gesehen und sind mitgegangen und die sind bis am Königlberg raufgegangen. Das wäre doch
heute nicht mehr vorstellbar. Ich glaube schon. Meines, ja, das glaubst du, aber sorry. meine Erfahrung nach, ja, ich war auch bei der Gründung damals der Linkswende dabei. Ich war damals, sage ich ganz offen, erschüttert. Weil da war sowieso die SPÖ und da war sowieso die KPÖ und da müssen wir noch der Linkswende damit noch ein bisschen kleiner. Und diese Donnerstagsdemos, wo ja auch man sich davor bei dieser Botschaft da gegenüber dem Bundeskanzleramt immer getroffen hat, eine halbe Stunde vorher, die war natürlich auch ein Treffpunkt aller möglichen linken Schattierungen und zwischen damals war schon zwischen denen keine Verständigung möglich. Und das hat mich ziemlich verzweifelt gemacht. Das war eigentlich der Grund, weshalb ich das EOB dann gegründet habe. Weil ich in meiner Naivität gedacht habe, die Künstlerinnen und Künstler, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind nicht so, patriarchalisch, autoritär gefasst, dass sie hinter der richtigen Fahne gehen müssen, sondern die werden sich selbst ermächtigen. Ich kann mich noch gut erinnern, die Seite, die damals der Christian Rupp gemacht hat, das war, bevor alle diese sozialen Netzwerke waren. Und das war damals etwas mühsam, die Leute irgendwie doch zu motivieren, aber sie sind auch da angekommen. Na, dann ist Facebook gekommen, oben bis hier, und die sind alle mit fliegenden Fahnen zur großen Datenkrake und haben natürlich nachher drauf geschimpft, aber im Grunde ist diese Schutzsuche nach etwas Größerem und diese Schwäche, aktivistisch zu sein, viel, viel stärker geworden. Ich kann mir ein aktivistisches Beispiel erzählen. Es ist nicht aus dem Kunstraum, sondern aus dem wissenschaftlichen. Das war im IFK. Da hat zum Abschluss einer Tagung über Armut und Ausgrenzung ein, also ganz wichtiger, damals, ich glaube, das war damals der Geschäftsführer der IFK, eine flammende, wirklich Polemik gehalten, indem er das alles zusammengefasst hat, und das war wirklich toll. Und ja, das war sozusagen die Abschlusssumme, und da hat ihn eine junge Wissenschaftlerin aus Berlin gefragt, und was werden Sie jetzt mit diesem Ergebnis machen? Und er hat gesagt, werden Sie es der Politik nahebringen? Und so. Und er hat gesagt, naja, das ist ja nicht meine Aufgabe. Und die ist ihm fast ins Gesicht gesprungen und hat gesagt, was haben Sie für ein Wissenschaftsverständnis? Das ist ja eine Katastrophe. Ja, aber heutzutage sagt niemand mehr sowas. Wirklich niemand. Ich möchte ein bisschen größer ansetzen. Mein Vorwurf ist eigentlich zeitgeistig auch und an die Europäische Union, weil sie dieses Konkurrenzparadigma unheimlich verstärkt hat, was sowieso schon da war. Heute gibt es eigentlich im Grunde nur das Ich. Und jeder hat dann ganz viele wirklich nachvollziehbare Gründe, warum man leider nicht kann. Aber das Wir, das ist nicht mehr da. Und ohne das Wir, indem wir es nicht in unser Leben verorten, indem wir es nicht fühlen, wird es nichts. Ganz einfach nichts. Ich möchte nur ein anderes böses Wort sagen, was ich schon lang immer wieder beobachte, und das ist der Rassismus der Eliten. Weil wir sind natürlich alle für irgendwelche Migrantinnen und Migranten, mit denen wir in den meisten Fällen eh nichts zu tun haben. Aber wehe, das sind die Leute, die in anderen Beisel sitzen oder die andere Klick sind.
ganz schlimm ist es in der Wissenschaft, ganz schlimm ist es in den Unis. Und da gibt es dieses böse Wort, die können sie alle nicht leiden. Aber auf die Art und Weise haben wir die Diskurshoheit aufgegeben. Die haben wir an die Biertische abgegeben, wo sie dann alle einig sind auf die da oben und ja, wir brauchen und so. Und wenn wir uns diese Diskurshoheit nicht zurückholen, dann wird es noch sehr tief so weitergehen. Danke. Danke. Ich würde sagen, noch zwei Meldungen. Bitte, du hast... Wolltest du noch was sagen? Bitte. Ich, also Aktionismus, für mich gehört zu der Geschichte Österreich. Und ich bin inzwischen 20 Jahre in Österreich und ich kam genau einen Monat nach meiner Ankunft, bin ich zum Gehen Haider demonstriert und jetzt, 20 Jahre später, wird noch schlimmer. Also ich weiß es nicht, ob dieser Aktionismus irgendwie war eine Geschichte, eine Kunstgeschichte, interessant, aber ich glaube, heutzutage muss man irgendwie anderes denken. Und ich kann mir nur vergleichen mit Spanien, wo ich herkomme, und gerade haben wir eine Wendung, und die Wendung ist sozial. Mhm. Es geht nicht um Kunst, es geht, die Leute kommen sozial und die demonstrieren und die schaffen, die haben ein Internet, eine unabhängige Zeitung. Ich wurde als Künstler gegen den Journalisten was tun. Weil, wo sind die Journalisten? Also nach den Politikern, die sind ohne den Journalisten oder den Politikern, also ich wurde andere greifen und die Journalisten haben die Decke von Pandora aufgemacht. Die haben das PP runtergezogen wegen der Korruption. Man muss irgendwie anders umdenken, weil dieses Theater kostet wird und ich frage mich, wer zahlt ein Theater? Wieder der Regierung, die gegen du der gegen wer der bist? Oder irgendwie, nein, also da muss man irgendwie und sozial zusammenkommen. Und Österreich ist sehr klein. Warum nicht eine Vernetzung mit Vorarlberg? So, bitte, schlag das Ding weiter, weil Österreich am Land ist ganz heftig. Weil ich schon zweimal im Fall bin. Ja, aber ist eine Idee. Aber ich meine, Österreich ist nicht so groß. Also man kann da Künstler aus Tirol und Künstler aus so, oder in Bewegung der Leute kommen. Und ich finde, Rechtsanwälte sind sehr wichtig für diese Fehler. Leute, die irgendwie auf andere Ebene. Journalisten, Rechtsanwälte, Ärzten, Tierärzte oder keine Ahnung. Also es ist nicht nur die Künstler, weil die Künstler bleiben immer so ein Ding und die Gesellschaft, ach, die sind die Künstler. Und das ist nicht ernst genommen und das ist, man muss zusammenkommen. Also nicht ganz, Entschuldigung, aber ich glaube, das ist nicht ganz, ganz, weil ich habe, gestern waren wir, haben wir ein Treffen gehabt im Katamaran und da waren wirklich große Player und auch Künstler vorhanden. Und das waren Amnesty International und, also eben wirklich Volkshilfe bis über Opera, so kleine Vereine wie wir es sind. Und wir haben einen Solidaritätspakt geschlossen, das besteht schon seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr eigentlich. Und der Kulturrat ist dabei und es ist IG Kultur Österreich auch dabei. Und es gibt schon jetzt auch eine Solidarität und eine Vernetzung innerhalb von eben mehr aktivistisch oder eben auch sozial arbeitenden, also Gruppen, das sind ja schon mehr als Initiativen. Wie gesagt, die Gewerkschaft ist ganz, ganz auf der Seite jetzt. Also es gibt schon Menschen, die versuchen, miteinander zu diskutieren und miteinander zu arbeiten. Wir haben gestern eine lange Sitzung gehabt. Aber das ist so fett. Es passiert schon, die Zersplitterung der Linken ist wirklich ein großes Problem. Ich sage oft, Österreich, das Land ohne Linke. Ja. Es ist ein bisschen ein überzeichneter Schmäh, aber es stimmt insofern, als die Linke einfach fast keine Stimme hat durch die Zersplitterung. Ja. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Also das hat mich auch sehr verwundert, sag ich mal. Also wo ich ja aus dem System komme, warum ich auf der Straße war. Und ich würde mich schon links bezeichnen, aber das, was mir hier links begegnet ist, da war ich auch etwas ratlos. Ja? Insofern wollte ich nur sagen, aber ich sag mal, die Linkswende waren die, die bei der Angelobung als erstes da standen und wirklich Broschüren hatten, Recherche, Arbeit machen
Und sie sind sehr diskussionsbereit und ich habe überlegt, bleibe ich jetzt oder bleibe ich nicht? Ja? Aber ich wollte mich irgendwie der Diskussion stellen. Ich wollte nicht sagen, okay, na, mit euch will ich nichts zu tun haben, ich gehe jetzt zu Aufstehen oder ich gehe jetzt zu Attack. Na, ich habe gedacht, okay, na, ich stelle mich dieser Diskussion und ich unterstütze sie, weil ich die Arbeit sehr schätze, die sie da auch betreiben, gerade in dem Organisieren von den Großdemonstrationen. Ja? Genau, aber es braucht, glaube ich, da ganz viel Gespräch und Kontakt mit auch Veränderung, also mit Veränderungsgedanken, eben auch was heißt es links. Ja? Ich glaube, dass sich Begriffe eben wie links und rechts und blau und schwarz mittlerweile auch aufheben. Ich glaube, dass wir da auch neu denken müssen und vor einer Herausforderung stehen, weil wir ja immer alles kategorisieren wollen. Ja. Darf ich dich noch bitten? Schon. Ich hoffe, ich kann es jetzt irgendwie noch strukturiert zusammensagen. Für mich stellt sich die Frage, oder wie ich das sehe als nicht Kunstschaffende, sondern als eine, die voll in einem Wirtschaftssystem drinnen arbeitet, so lebt und arbeitet. Ich sehe das so, es gibt Kunstschaffende, die wollen ihre Kunst machen, egal was das jetzt ist, ja, unabhängig davon. Natürlich, glaube ich, denke schon, wünschen sich alle, dass sie gesehen werden, dass Leute damit was anfangen können, aber die machen die Kunst vielleicht für sich, ja? Ohne in dem Hinblick darauf, wie kommt das bei meinem Zielpublikum an? Wie mache ich Marketing? Wenn ich ein Produkt entwickle, dann überlege ich mir, gibt es einen Markt dafür? Und wenn ich den Markt nicht sehe, dann werde ich es nicht machen. Wenn ich eine sehr selbstverliebte Produktentwicklerin bin, dann ist mir der Markt wurscht. Dann denke ich mir, ich will dieses Produkt machen und ob es nachher wer kauft oder nicht, ist mir egal. Das ist das eine, wo vielleicht, also wo es einfach ein Thema ist, dass es nicht so leicht ist, als Kunstschaffende auch Leute zu erreichen, mit Botschaften, vielleicht immer gerne loswerden möchte, weil die Leute Botschaften nicht hören wollen. Und das andere ist auch, wie man vielleicht aus der eigenen Blase rauskommt und Kontakt aufnimmt mit Leuten. Provokation ist irgendwie so, Julia, du hast das schön gesagt, der Schmäh geht meistens nur einmal. Ja? Und der Schmäh hat eben viele Jahre gut funktioniert eigentlich, nur heutzutage würde man wie Günter Brust durch die Stadt gehen und es hängt vielleicht schon davon noch ab, wo man es genau macht, aber wahrscheinlich kriegt man Euro in die Hand gedrückt. Weil es gibt irrsinnig viele, die sozusagen Straßenkunst machen, ja? Aber halt das ist. Ja. Und Provokation haben sich unter, oder Aktionen, provokante Aktionen, nennen wir es so, haben sich unter anderem die Identitären mittlerweile auch angeeignet und das Interessante ist, über die wird berichtet. Also die finden breiten Platz in den Medien und wer mir jetzt noch eingefallen ist, die ich auch unter sehr unter provokant einreihen würde, die es auch in die Medien geschafft hat, ist die Stephanie Sargnagel. Also die hat auch irgendwie sozusagen was richtig gemacht, unter Anführungszeichen. Hast die Raben auf sich gezogen. Ja, das passiert, ja. Und das ist auch für mich irgendwie, wie kann man es schaffen, was die Gemeinsamkeiten wieder zu finden. Roman hat es zuerst gesagt, auch mit dem es gehen, und eben, du hast es auch gesagt, hast die Raben, Stephanie Sager, fuck, also wirklich, sie hat versucht, einen Platz zu machen. Umgekehrterweise passiert das ja auch. Wurscht, ob ich jetzt jemanden, ob ich mit einer, also wenn ich total politisch in einer ganz anderen Richtung stehe, ja, aber jemanden, der irgendeinen Schaß macht, dann zu sagen, ey klar, du machst den Schaß, weil du die FPÖ wählst, ist ein bisschen kontraproduktiv. Ja. Es gibt genügend Leute, die linke Parteien wählen oder sonst wen und auch ziemlich viel Blödsinn machen. Ja. Und da, also Aktionen, Kunstaktionen, also da irgendwie diese Diskussion oder Kunst oder Aktionismus, da kann ich mir nicht dazu beitragen. Wie kann man das machen, dass wir die Leute wieder zusammenbringen, damit sie auch miteinander reden und nicht in den einzelnen Gruppen untereinander mit dem Versuch, wir müssen diejenigen sein, die herrschen. Das war's. Dankeschön. Ich übergebe an Eiko zum Schlusswort. Ja, also ich meine, ich wollte mich mal überhaupt bedanken. Es hat mich auch wirklich jetzt einmal schon ein Stück weitergebracht, glaube ich auch. Und ich bin ja noch immer am Lernen und Lernen und Lernen. Und das ist das, was ich auch, warum ich das, die ganze Arbeit, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, manche haben mich gefragt, machst du das immer noch? Sag ich, ja, weil ich
dabei so viel gelernt habe und noch immer lerne. Und das finde ich für mich wichtig und für das andere Wirksamkeit, Nichtwirksamkeit. Ich arbeite es zu kontinuierlich und ich gehe viel unterrichten, auch in den Schulen zum Beispiel. Und da finde ich, da liegt die Wurzel oft drinnen. Und ich habe jetzt irgendwo mal auch selber für mich verstanden, was es heißt. Gerade über den Tanz, gerade über das haptische Erspüren von Projekten wie dieses Projekt, wo wir diese Gemeinschaft, dieses Wir auch spüren können. Wo ich, je mehr Freiheit ich den Menschen lasse, je mehr ich ihnen zwar den Rahmen gebe, aber dann die Freiheit lasse zu tun, was sie wollen, das ist so faszinierend, was dann passiert, was dann, wie viel Kreativität, wie viel auch Struktur plötzlich rauskommt. Also das beste Beispiel war ja, ist ganz wirklich gar nicht so sehr künstlerisch gedacht, aber eben die Sichtbarkeit der Frau, für das den Frauen, wenn Hose Lesbenwagen da vorne zu gehen. Und diesmal habe ich immer gedacht, okay, wir haben auch kein Budget gehabt, wir haben das genommen, was es gegeben hat. Wir haben einen ganzen Haufen Bänder genommen, wo die Regenbogenfahnen drauf waren und habe die hinten auf einen Reifen gespannt, habe die getragen. Vier davon waren verknüpft an andere Reifen und bin einfach losmarschiert. Also mit einer Schleppe hinten dran, eine sehr chaotische Schleppe, weil die war lang und es hat sich verwurschtelt. Und dann bin ich gegangen, diese vier Stunden, und war erstaunt, nach ungefähr einer halben Stunde waren schon ein paar Leute hinter und haben einfach angefangen, das zu entwirren und haben es getragen. Und immer mehr Leute waren dann hinten und ganz am Schluss war das Ganze offen, wie von einem V, ganz aufgehoben. An jedem Ende hat eine Frau das gehalten und gegrinst, oder auch Männer oder auch Kinder. Es hat immer gewechselt. Also immer wenn ich mich umgedreht habe, weil hinten jemand gezogen hat, muss ich mich ja umdrehen, ja, und dann haben mich so die Leute angegrinst. So, echt, wow, ja, doch super, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gedacht, und wir haben das gemacht. Das Wir war da und wir waren sichtbar, wir waren groß. Und es war echt schön. Und dann haben wir gedacht, das ist toll. Und das mit dem Netz, das hat sich ja auch so langsam entwickelt. Ich habe jetzt angefangen mit nur 300 Meter Schnur. Na, davor nochmal 50 Meter. Und immer mit diesem Schnur zu arbeiten, um irgendwas zu machen. Und dann das gemeinsame Tun an der Schnur und das Halten dieser vielen Assoziationsebenen, die es da gibt, eben, wo man nicht mit einer ganz platten Aussage kommt, sondern wo es dann ganz viele Assoziationsebenen gibt und auch Aktionsmöglichkeiten und Ebenen, also Optionen es gibt da für diese Arbeit, irgendwie das einzubringen, das hat dann solche Möglichkeiten aufgemacht und ich bin da ganz begeistert von dem. Das wächst und wächst von selber, ich muss fast nichts tun. Und ich meine, ihr seid alle herzlich eingeladen und heute war mal eben der Abend für EOP und nächste Woche ist dann der Tag der aktivistischen Zivilgesellschaft, der aktivistischen Initiativen und da würde ich euch gern wieder auch dabei haben, weil ich meine, es wäre schön, wenn da wirklich eine Vernetzung auch in Persona stattfindet und nicht nur per Briefe und auf den Kundgebungen oder eben an einzelnen Tagen in der Schnur. Das ist das, was ich eigentlich damit erreichen will. Dass da wirklich die Leute sich da wirklich vernetzen. Wortwörtlich. Nicht nur mit dem Netz. Dankeschön. Ich danke noch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Podium und natürlich auch euch, dem aktiven Publikum. Dankeschön.